Hallo Sekunde, die ist Krop, ich heiße euch herzlich willkommen zum Einteiler dieser Woche. Und diesmal ist es ein brandaktuelles, brandneues Spiel. Und zwar Little Nightmares, was sehr cool sein wird, weil ich mich hierüber tatsächlich ziemlich wenig informiert habe. Ich war zwar auf der Gamescom letztes Jahr und da gab es das Spiel ja, aber durch dieses sehr komisch gewählte Logo dachte ich, es wäre ein Oculus Rift Game. Und da ich mich persönlich sehr wenig für Virtuality Games interessiere, dachte ich halt, okay, ist bestimmt ganz nett, aber ich muss es mir nicht angucken. Und jetzt merke ich, hey, das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr cooles, atmosphärisches 2D-Horror-Puzzle-Game-Mischungsding. Ein bisschen wie Limbo soll es sein, aber ein bisschen gruseliger und abgefuckter und seltsamer. Geht circa 3 bis 6 Stunden? Keine Ahnung. Irgendwie jetzt ganz komische Zeiten. Die Entwickler sagen mindestens 5 Stunden. Alle Videos auf YouTube gehen 2 bis 3 Stunden. Aber hey, wir werden es anscheinend einfach selbst rausfinden. Wir werden jetzt das komplette Spiel durchspielen. Und ich hoffe, das Video kommt nicht um 5 Uhr morgens raus, weil es wird sehr lange dauern. Also, springen wir direkt rein, schauen, was wir machen müssen. Ich werde es mit Tastatur spielen. Ich habe mir eben die Steuerung ein bisschen angeguckt. Es geht auch mit Controller, wenn es mit Tastatur kacke ist. Switch ich einfach zu meinem Controller, der direkt rechts neben mir liegt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das Spiel anscheinend keine Dialoge hat. Gar keine. Was eine ganz coole Idee ist. Ist ein bisschen Limbo-mäßig, wie gesagt. Brauche ich eine Brille oder? Nein. Okay. Ich bin nicht mal genau sicher, was ich da sehe. Okay, irgendwas ist unsere Mutter vielleicht? Irgendeine Frau? Oh, der Grafikstil ist ja unglaublich niedlich. Okay, ich bin noch nicht sicher, aber ich probiere es mal kurz beides aus, einfach um zu gucken, wie die Steuerung mit was ist. Ich habe das Gefühl, das könnte eher ein Controller-Spiel sein. Ich probiere es trotzdem erst mit Tastatur, einfach weil wir so drin gewöhnt sind. Hier ist es sehr komisch, wenn wir jetzt wieder ein bisschen rumswitchen würden. Okay. Ich kann sprinten. Springen. Mit Maus mache ich anscheinend ins Menü. Okay, die Maussteuerung scheint tatsächlich ein bisschen verbuggt zu sein. Das heißt, ich muss wahrscheinlich mit Controller spielen. Ich hoffe, die Steuerung ist mit Controller komplett okay. Aber die Umgebung, muss ich sagen, sieht schon mal ziemlich, ziemlich geil aus. Gefällt mir. Hat so ein bisschen was von Little Big Planet als Horrorgame. Kann ich Sachen wie... Kann ich. Bringt mir das was? Okay, ich kann was aufheben. Und dann kann ich es werfen. Hopp. Das fliegt sehr weit. Das fliegt wirklich sehr, sehr weit. Wir sind anscheinend ein sehr starkes, kleines Mädchen. Okay. Oh, kleine Pilzmenschen. Die sind niedlich. Habe ich irgendwie Licht? Oh ja, habe ich. Mit B. Okay, mit B oder wenn ich rechts reindrücke, kann ich mein Licht anmachen. Ich gehe mal stark davon aus, es wird wichtig. Anmachen? Ja, kann ich. Die sollte ich wahrscheinlich anmachen. Mir wurde extra von meiner Verlobten gesagt, der ich das Spiel auch geholt habe, die schon durchgespielt hat, dass das keine Checkpoints sind, man es aber anscheinend sehr leicht denkt. Okay, keine Checkpoints. Gut zu wissen. Kann ich dich aufziehen? Ja, kann ich. Ist wirklich von der Steuerung sehr Little Big Planet mäßig, muss ich sagen. Und das gefällt mir. Wie komme ich hier durch? Muss ich da gar nicht rein? Nein, kann ich... Anscheinend kann ich da nicht durch. Ich dachte es. Oder muss ich da irgendwie doch durchkommen? Kann ich irgendwie hinknien? Ja, kann ich. Okay, ich kann mich hinknien. Mir gefällt der Grafikstil bis jetzt wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde es sehr atmosphärisch und sehr schön. Okay. Immer weiter. Ich bin nicht genau sicher, wie gruselig das Spiel wird. Ich weiß nicht genau, was hier alles auf uns warten wird. Ich dachte, mein Licht würde ausgehen. Tut's aber nicht. Sehr gut. Ich weiß nur, dass es anscheinend irgendeinen Koch gibt, der auch in der Demo auf der Gamescom da war. Der soll sehr unheimlich sein. Auf den können wir uns freuen, schätze ich mal. Kann ich die Tür aufmachen? Ich kann mich festhalten, aber ich kann sie nicht aufmachen. Großartig. Mach ich mein Licht wieder direkt an. Okay, ist wirklich so eine Mischung aus Limbo und Little Big Planet Horror Maps oder sowas. Also das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Hat irgendeiner von euch früher... vielleicht Little Big Planet gespielt, weil es gab da teilweise echt richtig gruselige Maps. Ich habe versucht, das hier aufzumachen, das hat aber nicht geklappt. Schade. Was ist das hier hinten? Irgendeine Statue. Was kann ich mir da machen? Irgendwas zum Einsammeln wahrscheinlich?
Ich schätze mal, es war irgendwas zum Einsammeln. Wahrscheinlich musst du davon irgendwie alle 50 oder sowas finden, da gibt es einen Erfolg. Aber wir haben einen. Immerhin, ne? Okay, hier drunter durch. Ich muss jetzt ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Ich vergesse irgendwie immer, welcher Button was ist. Ein bisschen doof. Kann ich hier reinspringen und nass werden? Da ist nichts drin anscheinend. Ist Sand drin oder sowas? Ich glaube, es ist Sand. Und da oben ist ein Stuhl. Der sollte wahrscheinlich nicht auf mich runterfallen. Das würde etwas wehtun. Das würde mir ein wenig Schmerzen bereiten. Kann ich dich hier aufmachen? Ich kann draufspringen. Ich kann da oben rein. Muss ich einfach weiter? Kann sich daran festhalten? Oder muss ich Licht vielleicht ausmachen? Dann kann sich festhalten. Ah doch, ich kann mich festhalten. Ich muss wirklich mich manuell festhalten, damit ich hochgehe. Oh. Dem geht's gut. Kann ich dich lesen? Nein? Nein, kann ich nicht lesen. Ich kann hier drauf. Kann ich mich in dir festhalten? Schade. Jetzt, vielleicht können wir an seinen Füßen so festhalten. Das wäre sehr schön gewesen. Okay, ich muss das Ding rüberschieben. Wie mache ich das? Einfach gegendrücken? Ja. Oh Gott, ist die Steuerung komisch. Das ist so eine Mischung aus 2D und 3D. Da muss man sich echt ein bisschen dran gewöhnen. Okay, es geht. Gut. Haben wir dieses Problem auch gelöst? Wir machen das jetzt auf. Ich muss sagen, ich liebe diese Mechanik mit sich an irgendwo dran festhalten, dass fast überall dran geht. Und ich habe das Gefühl, hier passiert gleich irgendwas. Warum bin ich so langsam? Okay, da war irgendwas Klebriges auf dem Boden. Kann ich dich aufmachen? Nein. Nein, oder? Oh doch. Schon wieder so ein komischer Typ, der wegrennt. Da sind Schuhe drin, oder? Okay, ich kann mich daran festhalten, aber ich kann nicht weiter hochklettern dann. Aber doch, kann ich. Kann ich. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ob hier ein kleines Geheimnis ist. Aber ich kann ihn tatsächlich hochklettern. Mal hier oben schauen. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, was die Story oder so vom Spiel ist. Ich vergesse immer, dass ich mich manuell festhalten muss. Aber... Gut, wir sind tot. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen zu Part 2, wo wir das Spiel dann vielleicht nochmal probieren. Okay, gut. Es gibt also Gegner, die uns sehr leicht, sehr schnell töten können. Das heißt, ich springe lieber rüber. Hopp. Verfolgen die uns wirklich? Nein, es ist wahrscheinlich nur so ein Anfangsgegner, der einem beibringen soll. Hey, du kannst sterben, Buddy. Pass lieber auf. Kann ich dich irgendwie... Nein, kann ich nicht. Ich lasse Licht mal lieber an, damit ihr ein bisschen was seht. Okay, du fällst da wieder runter. Fuck you. Ihr fällt alle runter. Oh Gott, es sind viele. Deswegen renne ich einfach durch und fuck auf euch. Okay. Das Ding runterziehen. Sehr gut. Weiter geht's. Okay. Komme ich hier drüber ohne Probleme? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mehr so ein Geschicklichkeitsplattformer wird oder ob es mehr um Puzzle und sowas geht. Ich bin mit beiden zufrieden. Ich hätte mit beiden meinen Spaß, muss ich sagen. Kann ich euch lesen? Irgendwie. Nein. Ich kann anscheinend nichts mit euch machen. Ich merke gerade, das Spiel erklärt einem, glaube ich, gar nicht so wirklich, wie die Steuerung ist. Ich glaube, das muss man alles ein bisschen selbst rauskriegen. Was ich okay finde, kann man ja machen. Kann ich hier drunter durch? Kann ich euch wegziehen? Ja, kann ich. Au! Kann ich dich vielleicht auch noch irgendwie... Kann ich hochklettern? Nein. Wir haben das Ding voll in die Fresse bekommen. Wunderschön. So lieben wir das. Sache in die Fresse. Oh, die sind voll niedlich. Kann ich die irgendwie verfolgen? Oh Gott! Renn, 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 von den allen weg, dankeschön. Jesus! Das sind, oh Gott! Das sind viele von denen. Hopp! Und jetzt zieh die Kacke weg. Kann ich das machen? Nein, es geht nicht. Okay. Wo muss ich hin? Kann ich die Dinger vielleicht doch wegziehen oder muss ich nach links? Oh Gott, komme ich jetzt irgendwie vorbei, ohne dass die mich alle umficken? Okay, kann ich das wegziehen hier? Nee, ich kann mich irgendwie nicht dran festhalten. Wahrscheinlich muss es ja gar nicht lang. Okay, guck ich mal links. Oh Gott, die dürfen nicht an mich rankommen, war's das. Spring einfach durch. Spring einfach durch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich muss hier nicht lang. Ganz schlechte Idee gewesen. Spring, spring, spring. Okay, wenn ich auf diesem komischen Teerboden bin, kann ich nicht springen. Vielleicht hätte ich auch gar nicht darunter fallen sollen. Wenn der Checkpoint jetzt wieder oben ist, dann springe ich einfach über dieses eine Brett drüber. Aber das geht auch nicht. Das ist auch natürlich eine gute Option. Dann machen wir hier unten weiter und freuen uns hier. Okay, muss ich dich... Oh. Really? Bin voll auf einen draufgesprungen.
Okay, ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht den Eimer rechts rüberziehen muss, aber ich glaube nicht, weil ich glaube, sobald ich mich mit dem bewege, werde ich sofort von denen umgenietet. Dafür sind die ein bisschen zu böse. Okay. Spring. 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 So, jetzt vielleicht. Kann ich irgendwie... Ach Gott. Okay. Gut. Ich konnte das Ding einfach umdrücken. Hätte ich vielleicht mal vorher probieren sollen, anstatt dran zu ziehen. Hätte dann vielleicht geklappt. Hopp. So. Hier kann ich... Da kann ich das Licht anmachen. Ah, nee, ich muss einfach dran halten, ne? Ja. Jedes Mal speichert das Spiel kurz, wenn ich das mache. Ich weiß nicht, ob das Checkpoints sind. Mir wurde gesagt, nicht. Aber irgendwas werden die ja wohl machen. Vielleicht muss ich sie einfach einsammeln. Hallo? Muss ich zu denen hin, zu diesen komischen Pilzmännern? Oh Gott. Okay. Wo rennt die denn hin? Ich sehe den nämlich gar nicht. Vielleicht rennen die einfach immer nach ganz oben. Und ich suche einfach mal da. Gott, wie dunkel ist denn bitte ohne Licht? Okay, es ist sehr dunkel ohne Licht. Fortgeschrittene Dunkelheit, meine Freunde. Fortgeschrittene Dunkelheit. Ist hier irgendwas? Okay, hier kann ich drüber springen. Die Umgebung ist wirklich schön designt. Die ist wirklich richtig schön designt. Kann ich da lang? Nein, kann ich nicht. Ist hier irgendwas? Hallo, Freunde. Irgendjemand hier? Oh, wahrscheinlich mache ich damit die Tür auf, oder? Ich muss richtig sehr cool gemacht, dass man weiß, dass es in die richtige Richtung geht, weil das Licht da hinten angeht. Oh Gott. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Ich war zu langsam. Sehr gut. Also muss ich ein bisschen weitermachen. Gut, aber ich weiß, was ich machen muss. Das ist ein Anfang, meine Freunde. So. Soweit es geht, muss ich vielleicht irgendwas dran machen, damit es hängen bleibt. Okay, lauf, 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 lauf. Ist tatsächlich ziemlich eng gewesen. Okay. Kann ich dich wieder aufmachen? Nicht wirklich, ne? Ich muss halt höher sein, weil ich kannst du bis hierhin ziehen. Hallo? Ich weiß nicht, ob ich den folgen kann. Ich würde dir schon sagen. Muss ich da hochklettern? Vielleicht. Ich gucke jetzt mal hier drin. Irgendjemand hier? Okay, nee, hier geht's weiter. Dann will ich kurz gucken, ob ich hier irgendwie oben drauf klettern kann, weil das sieht nämlich wirklich so aus. Wahrscheinlich schon, ne? Ist hier irgendwas? Kann ich irgendwas... Nope. Vielleicht ganz hoch springen? Bin ich oben? Nein. Man sieht wenig, weil wenn ich kletter, mache ich halt automatisch das Licht aus. Und dann weiß ich nicht genau, wo ich bin. Aber ich glaube, ich muss hier nicht lang. Ich glaube, ich muss hier nicht lang. Ich bin jetzt ganz oben, aber... Kann ich irgendwas mit dem Papier machen? Nein. Wahrscheinlich nicht so. Ich kann Papierflieger runterwerfen und das bringt mir halt sehr wenig. Warum auch immer ich das jetzt getan habe. Großartig, Corrupted. Weiter so. Du, das Spiel ist ja nicht lang genug für einen Teil, deswegen verschwindet am besten noch mehr Zeit. So ist es gut. Oh Gott, was ist das? Der ist hübsch. Ein sehr hübscher Mann. Ich hoffe, den begegne ich noch. Hat auch so ein bisschen was von Inside, also dem Limbo-Nachfolger, ist ja klar, weil es auch von gleichen Entwicklern. Aber so farblich und vom Stil her ähnelt das den Spielen dann doch schon ein bisschen. Okay. Wie gesagt, ich habe mich wenig informiert, deswegen weiß ich nicht, ob das Spiel vielleicht sogar irgendwie von denen sich hat beeinflussen lassen oder sowas. Ich muss kurz ein bisschen Kram umstellen. So, sehr gut. Okay, schön gemütlich machen, ne? Ich hoffe, ihr habt euch alle was zu trinken und zu essen geholt. Für diesen schönen Abend, schönen Nacht, was auch immer, wann auch immer dieses Video rauskommt. Ich muss ehrlich sagen, der eine Teil ist mehr oder weniger immer das Video in der Woche, worauf ich mich meistens am meisten freue, weil es wirklich mal Spaß macht, einfach so ganz lange ein Spiel zu spielen. Kann ich die anzünden? Nein, wie schade. Hopp. 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 Okay. Da oben ist Elektrizität dran, das soll ich wahrscheinlich nicht berühren. Vielleicht kann ich ja was gegenwerfen und es dann irgendwie überhitzen oder so. Hat sehr gut geklappt. Vielen Dank für diesen sehr schönen Wurf. Okay, es klappt nicht. Ich muss aber definitiv irgendwas... Benutze RS zum Umschauen. Ah! Okay. Dann muss ich das hier kurz mal wegschieben. Aha! Sehr gut gemacht.
Sehr gut gemacht, Corrupted. Weiter so. Okay, das schiebe ich jetzt hier hin. Warum ist das umgekippt? Bewegt sich der Raum? Scheint so, ne? Oh. Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Das war aber sehr knapp, glaube ich. Nee, war's gar nicht. Ging eigentlich. Eigentlich voll in Ordnung. Okay, hier muss ich irgendwas drauf stapeln, damit ich auf die andere Seite drauf komme, oder? So. Schaffe ich es in der Zeit, darüber zu rennen? Hopp. Ja. Okay, was mache ich jetzt hier? Da kann ich durch. Ah, ich muss mehrere Sachen machen in der Zeit, glaube ich. Ich weiß noch nicht genau was, aber ich muss mehrere Sachen in der Zeit machen, wo ich den Strom ausschalte. Ich gucke mal kurz rechts, was ich noch machen muss. Das wollte ich vielleicht mal gucken. Was ist denn noch hier? Muss ich hier drüber klettern? Moment mal. Die muss wahrscheinlich rausziehen, ne? Das geht nicht. Hi. No! Ich hab's kaputt gemacht! Das wollte ich nicht! Es tut mir leid! Es tut mir leid, Zug! Ich wollte dich aus... Fahr weiter, bitte. Komm, ich nehme dich mit. Ich geb dir wieder Energie, okay? Hier. Viel Spaß. Mann, er ist tot. Fuck. Okay, dahin muss ich auch noch durchrennen. Das heißt, ich muss einmal komplett durchrennen in der Zeit. Das kriege ich hin. Das sollte ich hinkriegen. Kann ich die Dinger echt nicht aufziehen? Ich dachte, ich könnte vielleicht aufziehen, dann hier hoch. Doch, das geht. Warum geht das? Das kann ich nicht aufziehen. Warum kann ich nur das aufziehen? Ich dachte, vielleicht müsste ich vielleicht irgendwie dann hier hochklettern. Ach, es geht. Nein, es geht nicht. Kann ich irgendwas machen? Okay, nee, ich kann nicht wirklich, ich kann so ein bisschen hochklettern. Da kann ich hoch. Oder nicht? Kann ich irgendwie seitlich? Nee, ich hänge mich einfach nur dran fest. Ich kann mich dann nicht irgendwie seitlich langhangeln oder so. Okay, also wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen einmal komplett durchrennen. Während, oh Gott. So, einmal hier hoch. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach, so eine diagonale räumliche Wahrnehmung hier so ein bisschen mitzunehmen. Weil man nicht genau weiß, auf welcher Höhe man hier steht. Das ist gar nicht so einfach. Weil es ist nicht genau gerade, sonst geht ein bisschen in unsere Richtung. Rennen, hopp. Okay. Das im manuellen Festhalten ist ziemlich cool, sobald man sich dran gewöhnt hat, muss ich sagen. Das gefällt mir. Okay. Hopp. Man kann so ein bisschen Tempo aufbauen, wie in so einem Mario-Spiel. I like this. Oh Gott, komm. Und hopp. So, und jetzt rennen wir sowas von. Hopp. Dadurch. Weiter. Ich glaube, wir haben genug Zeit, um hier durchzukommen, oder? Das sollte nicht so das Problem werden. Einfach gerade. Und jetzt hier durch. Geh durch! Dankeschön. Wie viel Zeit haben wir noch übrig? Ah, es ging. Das ging doch. Kann ich das hier aufmachen? Nein. Kann ich das hier aufmachen? Nein. Ich glaube, ich muss immer an den Hebel da oben rankommen, um es aufmachen zu können. Aber da komme ich nicht dran. Weil ich ein kleines Mädchen... Hey, Mädchen, Junge. Ich denke eigentlich, ich bin ein Mädchen. Sieht irgendwie so aus. Vielleicht bin ich auch ein Junge. Und es zerstört meine komplette Vorstellung von diesem Spiel. Deswegen werfe ich das Ding jetzt weg. Kann ich es hier runterwerfen, direkt unter mir? Nee. Okay, das ist einfach nur die Wand hier vorne. Ich dachte, hier könnte ich runterfallen. Aber nein, hier ist einfach nur eine Wand. Gut. Gut zu wissen! Das heißt, wir fallen nicht einfach die ganze Zeit vom Bildschirm runter, wenn wir doofe Scheiße machen. Oh Gott. Okay, ich gehe mal davon aus, das Auge darf uns nicht sehen. Okay, ich weiß nicht, was passieren würde, aber es hat uns nicht gesehen. Das ist ein Anfang. Okay. Keine Ahnung, was es bringt. Ich mach's einfach. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung bis jetzt. Kann ich das Ding hier verschieben? Nein. Aber das Ding kann ich aufmachen, oder? Dich meine ich? Nein? Okay, gut, dann nicht. Was muss ich von hier oben machen? Kann ich... Ah, ich kann links hochklettern. Ich kann definitiv hochklettern, oder? Sieht das Licht mich hier eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Nein. Okay, hier kann ich hoch. Ich kann nach ganz oben. Ja, okay, das macht's einfacher. Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie ganz komplizierte Dinge aufmachen, immer langklettern. Ich denke immer zu kompliziert. Mensch, Corrupted, lass das doch mal. Lauf doch einfach hier durch, dann ist alles gut. Oh Gott. Der sieht sehr seltsam aus.
Der sieht sehr, sehr seltsam aus. Der hat sehr fucking lange Arme. Oh Gott, no. Mach die Hand da weg. Da muss ein Kind über mir. Okay, rennen wir. Und weg sind wir. Was ist mit den ganzen Kindern hier? Warum sind so viele komische Kinder? Kann ich die verschieben? Nein. Ich weiß nicht, was die Story hier ist. Oder ob die noch irgendwie erklärt bekommen oder so. Wir scheinen uns aber in einem sehr komischen Ort zu befinden. Und ich meine, wir sind ja irgendwie anscheinend obdachlos oder so. Wir haben zumindest irgendwie kein richtiges Zuhause gehabt. Wir sind da so eine Kiste aufgewacht. Was ist eine Kiste? Ich glaube, es war eine Kiste. Aber auf jeden Fall in einem sehr nicht kinderfreundlichen Ort. Wenn wir überhaupt ein Kind sind. Es kann sein, dass wir einfach eine erwachsene Frau sind, die sehr klein ist. Ich soll vielleicht mein Licht anmachen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich ein Licht habe, wenn man es wirklich gar nicht so oft braucht. Zumindest bis jetzt. Au. Au. Bei jeder Zeitbewegung verliert man aber auch das Licht, muss ich sagen. Wenn man irgendwo springt, wenn man runterfällt, wenn man irgendwo... Sind wir Lönners Outlaws auch schwanger? Mensch, immer diese schwangeren Frauen. Okay, wir haben anscheinend sehr Hunger. Da ist Essen drin, oder? Okay, wir müssen uns Essen holen. Dann sterben wir wahrscheinlich. Ich kann nicht sprinten. Wer bist du? Ist das Essen da drin? Ich hätte gern... Oh Gott! Kannst du mir das geben? Bitte? Dankeschön! Wie niedlich! Ich traue der Person da hinten, aber nicht so, muss ich sagen. Okay, ich weiß nicht, ob das eine Spielmechanik ist, dass wir immer wieder Hunger bekommen. Aber jetzt können wir zumindest wieder sprinten. Okay, wer auch immer das war, hat das komplette Essen von sich weggegeben, damit wir es bekommen. Das ist eigentlich ziemlich niedlich. Ich glaube, den meisten Leuten hier geht es nicht sonderlich gut. Oh. Wir wollen sich anscheinend ziemlich viele Leute umbringen. Kann ich mich daran vielleicht festhalten? Nein. Okay. Die Musik ist echt schön. Kann ich das Ding hier verschieben? Nein, das ist zu schwer. Kann ich da reinspringen? Hopp. Nein, 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 nicht festhalten. Rein. Okay, geht nicht. Geht nicht, geht nicht. Oh, Moment. Das Ding kann ich bestimmt umstellen. Da muss ich nur irgendwas hinschieben, damit ich das machen kann. Oder muss ich das gar nicht machen? Kann einfach weiterlaufen. Oh, ich muss es anscheinend gar nicht machen. Okay, gut. Ich denke wirklich, die ganze Zeit viel zu kompliziert. Kann ich dich runterschieben? Könnte ich. Sollte ich das? Tschüss. Und damit habe ich das Puzzle kaputt gemacht. Ich bin nicht sicher, ob das smart war. Ich habe irgendwas weggeworfen. Okay, ich kann auch so hier hoch. Wäre sehr doof gewesen, hätte ich das gebraucht, um hier hochzukommen. Dann hätte ich mich ein großes Problem gehabt. Ich finde, es sieht alles ein bisschen so nach Knete aus. Und es gefällt mir richtig, als ob es alles Stop-Motion-mäßig wäre. Und es sieht wirklich gut aus. Okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier abspringen. Da hoch. Okay. Hier hoch. Dann hier drauf. Und dann rechts kann ich wieder das Licht anmachen. Warum auch immer ich die Dinge anmachen soll. Das bringt anscheinend was. Also an mit dir. Sehr gut. Also ich würde wirklich empfehlen, das Spiel. Ich kann es auch kurz nochmal probieren. Ja, aber es. Aber es geht auch mit Tastatur. Aber ich glaube, es ist eher ein Controller-Spiel. Ist eher dafür ausgelegt. Vor allem, wenn man diese ganz komischen diagonalen Sprünge mal machen muss oder sowas. Und diagonal laufen muss. Dafür ist, glaube ich, besser, mit Controller zu spielen. Ist, glaube ich, auch vor allem... Wo muss ich hin? Kann ich mich hier drin runterlassen? Oder falle ich runter, wenn ich das machen will? Oh Gott. Das lief sehr gut. Das lief sehr, sehr gut. Das würde ich gerne nochmal machen. Fuck. Ach, hier bin ich wieder. Okay. Stimmt, mir wurde gesagt, die Checkpoints sind nicht ganz so gut. Ich meine, hier geht's noch, weil die jetzt kein Gegner oder sowas war. Aber die sollen allgemein... sehr komisch gelegt sein, was ich beim Spielen in dieser Richtung tatsächlich nicht verstehe, weil ich meine, es ist ja eigentlich nicht so das Problem, so ein Spiel durchzuspielen, das sollte jetzt eher für die coole Erfahrung sein. Und da kannst du im Prinzip auch in jedem Raum einen Checkpoint machen, aber gut, okay. So, also komplett wieder hochklettern. Ich weiß nicht genau, was ich denn da oben machen muss, wenn wir wirklich erfahren, schätze ich. Dum, 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 dum. Und, hopp. Irgendwann werde ich bei diesen nach hinten Sprüngen sterben, 100 pro.
wenn ich irgendwas falsch mache. Okay, muss ich vielleicht einfach hier links hinspringen? Also links neben mir wahrscheinlich schon. Okay. Komm zurück. Komm, ich springe jetzt schon mal. Hopp. Das war knapp. Also ich meine hier direkt vor mich vielleicht, also dahin. Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, ich muss dahin. Ich weiß nicht, wie weit das weg ist. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe mich nicht. Hänge ich irgendwo fest? Was ist gerade passiert? Okay, ich muss da anscheinend nicht hin. Wir lernen jeden Tag etwas dazu. Ich dachte vielleicht, dass ich hier wirklich hier links über mich drüber hin muss, aber... Oh, ich glaube, muss ich auch. Ich bin, glaube ich, falsch gesprungen. Ich muss rechts an das Ding daneben springen, was weiter unten ist. Ich glaube, dann könnte das gehen. Ich kann aber echt schwer einschätzen, wie weit das weg ist von mir. Ob es noch möglich ist, aber ich glaube, das müsste ich schaffen, den Sprung. So. Was, warum lässt du los? Du sollst dich eigentlich nur hochziehen, Buddy. Nicht fallen lassen. Tu das nicht. Jetzt bist du gestorben. Nicht gut. Okay, wir müssen nochmal den... Okay, ich merke schon, die hätten Checkman wirklich in einen Raum machen können. Aber hey, geht ja auch so. Ist ja nicht so mega weit zu laufen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es später nerven könnte, wenn man jedes Mal 2-3 Minuten neu laufen muss, wenn man stirbt. Vor allem in Gebieten, wo man dann vielleicht öfter stirbt. Ich finde jetzt am Anfang ist ja nicht so schwer, es war jetzt nur zweimal ein etwas dummer Fehler von mir, weil ich einmal nicht gerafft habe, was ich machen soll. Und im zweiten Mal einfach die Steuerung wahrscheinlich ein bisschen falsch gemacht habe. Okay, lauf da dran vorbei, muss nicht immer stehen bleiben. Hopp. Hopp. Das könnte ein Spiel sein, was sehr interessant zu Speedrunnen ist. Ich habe schon mal auf YouTube geguckt, es gibt, glaube ich, gerade einen Speedrun, der geht 1 Stunde und 10 Minuten. Ich glaube, das ist aktuell so der Rekord. Und es gibt, glaube ich, einen Erfolg, wenn man das Spiel unter 2 Stunden oder sowas schafft, glaube ich. Irgendwie sowas. Und dabei nicht stirbt. Das ist krass. Respekt. Okay, hopp. Okay, so. Ich darf immer nicht so schnell loslassen, dann geht das so hier drüber. Okay, das geht. Ist ja die Frage, ob ich hier überhaupt hin muss. Nein, anscheinend nicht. Really. Ich kann da nicht hoch. Ich konnte da nicht hochklettern. Das ist nicht so geil. Was soll ich denn dann machen? Kann ich links hin springen? Ich habe nicht, dass da was war. Ich kann gleich nochmal die Kamera ein bisschen umdrehen und gucken, ob ich da vielleicht weiter muss. Kann ich es jetzt schon mal? Gott, ich bin fast runtergefallen. Aber da ist anscheinend auch nichts. Kann ich die aufziehen? Nein. Ich bin ein bisschen verwirrt. Was soll ich denn... Was ist das Spiel von mir? Kann ich die Kette hochklettern? Sag mir nicht, ich kann die scheiß Kette hochklettern. Wahrscheinlich kann ich die Kette hochklettern, oder? Wow. Okay. Wir lernen jeden Tag dazu. Wir können eine Kette hochklettern. Gut. Und hopp. Sehr schön. Leiter hoch oder hier hoch? Ich würde sagen hier hoch. Leiter vertraue ich nicht so. Da ist ein Schalter. Die Leiter führt einfach ins Nichts, sehe ich gerade. Sehr gut. Zugang tief entschieden. Hä? Ich kann es nicht bewegen. Vielleicht erst mit denen hier. Ist es auf Zeit? Ich bin nicht sicher, ob es auf Zeit ist. Weil das Ding hier... Ah, jetzt kann ich es bewegen? Okay. Muss es nach ganz rechts? Hopp. Really? Come on! Ich bin genau drauf gesprungen! Dachte ich zumindest. Na gut. Bitte sag mir, ich habe jetzt zumindest hier ein Chip. Okay, ich merke schon. Ich merke schon, das ist sehr nervig. Das wird sehr, sehr nervig. Bis gleich. Okay, hat geklappt. Sehr gut. Jetzt hier hoch. Vielleicht oder warten kurz. So, jetzt hochklettern. Genau. Jetzt haben wir es verstanden. Kann ich nicht? Doch, kann ich. So. Und dann gleich links drüber springen und hoffentlich irgendwo einen Checkpoint haben, damit wir nicht alles noch machen müssen. Das wäre optimal. Hier klingt irgendwas sehr böse. Ein Schalter. Hier muss ich hochklettern, oder? Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich rausziehen. Weiter, 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 weiter. Sehr gut. Ein bisschen ziehen. Dich auch ein bisschen ziehen? Nein? Doch nicht? Ah, wahrscheinlich links, ne? Nein? Dich vielleicht? Dich, du gehst nicht? Gehst du? Du gehst. Okay, kann ich dich da drüber vielleicht? Nein, nicht... Genau. Springen. Wo? Nein, springen. Genau. Jetzt dich vielleicht? Ja, so geht's. Perfekt, jetzt muss ich hier hoch, ne? Ja, so geht's. Okay, jetzt den Schalter nehmen.
Ja, sehr dunkel. Es geht anscheinend sehr viel um Strom und Licht ausschalten, aber anscheinend ist hierbei kein Timer. Und das Ding bleibt permanent aus. Dich werde ich runterkicken müssen, da kommt irgendwas anderes hoch, oder? Ich hoffe nichts, wo ich mich ganz schnell noch festhalten muss. Okay. Da ist irgendwas drin. Kann ich dem helfen? Wo geht er hin? Wo geht er hin? Ich will ihm mal folgen, vielleicht bringt das irgendwas. Hallo? Oh! Ich knuddel die. Wie süß die sind. Folgst du mir jetzt? Kann ich nochmal knuddeln? Oh, ich kann ihn tragen. Ich kann ihn nicht mit durchnehmen, ne? Okay, ich kann ihn nur umarmen, dann folgen mir die anscheinend. Okay, die folgen mir nicht komplett, aber die laufen mir so ein bisschen hinterher. Das war auch süß. Das ist voll niedlich. Okay, ist die Frage jetzt, ob mich das Ding runterzieht, wenn ich mich dran festhalte. Ja, tut's. Anscheinend wiege ich genauso viel wie das andere Ding. Ich bin ziemlich fett. Hätte ich hier drauf springen müssen? Ich glaube nicht. Wie weit kann ich runter, ohne dass ich sterbe? War ich hier nicht schon? Okay, anscheinend nicht. Hallo. Hallo, mein Freund. Wie geht es dir? Muss ich hier lang? Oh, nö, ich gehe schon wieder. Nee, ich gehe schon wieder, Mensch. Kann ich einfach hoch reinklettern? Vielleicht, man sieht ein bisschen so aus. Nein, kann ich nicht. Gut, ich muss an den scheiß Viechern vorbei. Das ist großartig, weil ich mag die sehr dolle. Die sind wirklich ganz toll. Richtig sympathische, eklige Scheißwürmer. Okay. Fuck, Blutegel. So. Bin... Hier war ich doch schon. What? Oder, ach nee, okay. Ich habe den Strom jetzt ausgeschaltet, jetzt muss ich hier durch. Got it. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt durchaus Sinn, meine Freunde. Sehr schön. Schau mal, was... Okay, du schon wieder? Ich weiß nicht genau, was passiert. Ah. Ich warte mal kurz, ich mal gucken. Ach, das folgt dem Teil. Zumindest so ein bisschen. Ich glaube, ich muss mich dahinter verstecken. Gleich zumindest. Ja, ich muss da wahrscheinlich direkt hinterbleiben. Okay, dann warte ich mal, bis es nach links kommt. Na komm, rüber. Kann es sein, dass wir auf dem Schiff sind? Weil sich permanent der Boden bewegt und es alles so ein bisschen so aussieht? Okay, jetzt beweg dich. Oh Gott. Okay, das lief gut. Das lief tatsächlich sehr, sehr gut. Okay, und rüber. Und raus hier. Die Umgebung sieht nicht viel angenehmer aus. Ich habe immer noch Angst, dass ich einfach seitlich wo runterfalle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hat die Frage, ob das irgendjemand manuell... oh Gott, oh Gott, ich verstehe. Ob es irgendjemand manuell eingestellt hat, weil die nicht wollen, dass ich hier lang komme? Oder ob das automatisiert ist? Das wissen wir nämlich nicht. Bin ich hier hoch? Nein. Oh Gott, die Süßen wieder. Wie geht's euch? Bleibt ihr hier? Kann ich euch wieder knuddeln? Ist ja toll. Komische Pilzmenschen. Checkpoint? Jetzt vielleicht mal? Das wäre gut. Würde mir gefallen. Hm. Okay. Ich frage mich übrigens, ob die Umgebung die ganze Zeit gleich bleibt oder ob es da ab und zu mal anders wird. Weil ich fände es sehr cool, wenn es nicht durchgehend so eine Metallschiffsumgebung wäre, weil es könnte auf Dauer vielleicht ein bisschen öde werden. Wenn es halt immer die gleiche Umgebung ist. Muss ich da lang oder muss ich hoch? Okay. Hallo. Versteckst du dich wieder irgendwo und ich kann dich finden? Oder bist du komplett weg? Du bist hier drin, oder? Nein, nicht zumachen, aufmachen. Oh, hier ist ein Durchgang. Nein? Ist irgendwas drin? Da ist doch irgendwas, oder? Ich bin nicht sicher, aber ich dachte, da wäre irgendwas. Weil es sieht so aus, wenn man hier so halb reinguckt, als ob da Licht hinter wäre. Aber anscheinend kann ich da nichts machen. Kann ich dich hier aufziehen? Kann ich das zweite aufziehen? Ich glaube, man soll ja aber nicht hochkommen, weil das obere schon... Ja, das geht nicht. Ich glaube, wenn das obere ein bisschen rausgezogen ist, kann man einfach nicht rein.
Aber ich kann den Stuhl verschieben. Vielleicht kann ich damit dann ja was machen. Ich weiß nicht genau, was es bringt, die Lichter anzumachen. Vielleicht kriegen wir das noch raus. Kann ich hier hoch? Kann ich mich seitlich da langhangeln? Nein. Wirkt nicht so, ne? Nee. Kann ich vielleicht hier einfach hochklettern? Möglicherweise. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt lang muss. Kann sein, es ist völlig egal, dass ich hier gerade bin. Nee, ich kann nicht hoch. Okay, schauen wir mal oben links. Ob es da weitergeht. Vielleicht ist da irgendein Schalter oder sowas, der irgendwas bewirkt. Das könnte auch sehr gut sein. Okay, dich kann ich, glaube ich, nicht aufmachen. Nein, ich kann mich nur dran festhalten. Hier kann ich so ein bisschen rumklettern, das Licht anmachen. Na gut, das bringt mir halt nichts, dass ich jetzt... Okay, ich bin halt hier oben drauf geklettert, das ist sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, Grubbed, du bist ein guter Kletterer. Und du bist ein noch besserer Sterber. Da bist du nämlich der Beste drin. Top 10. Top 10 weltweit Sterber. Okay. Hier rein. Das ist irgendwie komisch, mal das Play mit Control zu machen. Das mache ich sehr, sehr, sehr selten. Okay, das ist eine andere Umgebung, die gefällt mir. Und hier sind überall Pilzmenschen. Kann ich die verfolgen? Wo sind die? Sind die hier reingegangen? Soll ich da jetzt schon? Okay, ich gucke mich. Okay, erstmal der Raum. Da muss ich irgendwas hinschieben, wahrscheinlich das Ding. Okay. Die Umgebung sieht sehr seltsam aus, ob ich überall hochklettern könnte. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich so gedacht ist. Weil ziemlich oft denke ich im Spiel echt komplizierter, als es sein muss. Aha. Ja, da kann ich definitiv hoch. Ich weiß nicht, ob das gerade hier drin war. Aber ich habe definitiv was gehört. Und hier ist irgendjemand Verrücktes eingesperrt, wie man sieht. Oder ist einfach nur so gemacht, damit es nicht alles zusammenfällt. Das kann auch sein. Beides optional möglich. Da links ist ein Schlüssel, den brauche ich. Den brauche ich irgendwie. Da sieht man auch diese komischen Pilzmenschen an der Seite. Okay, wie springe ich da hin, dass ich da gut hinkomme? Muss ich hier runterfallen? Wahrscheinlich, ne? Okay, erstmal rüber. Hopp. Kann ich hier hoch? Ah, hier ist so ein Ding. Okay. Ich muss nur kurz irgendwie alles hier wegwerfen, damit ich ein bisschen Platz habe. Dich hier. Dich will ich nämlich haben. Dich werfe ich jetzt einfach komplett runter, weil ich mag dich nicht. Fuck you. Okay, die sind wahrscheinlich einfach irgendwelche Collectibles, die man einsammeln muss. Au. Dich will ich nämlich haben. Wahrscheinlich brauche ich dich im nächsten Raum. Oh, das ist süß gemacht, dass man den fallen lässt, wenn man zu weit runterfällt, weil er einfach zu schwer für einen ist. Oh, wir halten den voll niedlich. Okay, hier lang, hier lang, hier lang. Ist hier irgendwas, wofür ich das... Och, wie süß. Wie süß. Okay, hierfür brauchen wir eine Schlüssel anscheinend. Das ist richtig niedlich gemacht. Wie so unglaublich klein sind. Kann ich die nicht aufdrücken? Doch, kann ich. Mit ganz viel Kraft. Mit ganz viel Kraft. Okay, dir vertraue ich nicht. Tschüss. Vielleicht brauche ich ihn zu ablenken oder so. Ich muss an den Knopf da dran kommen, oder? Ich muss an den Knopf dran kommen. Kann ich hier was verschieben? Kann ich dich verschieben? Kann ich hier hochklettern? Nein, kann ich umschauen. Dem... Ich kann nicht dagegen werfen, oder? Niemals. Das schaffe ich nicht. Hier kann ich vielleicht hoch. Mal probieren. Nee, ne? Nee. Okay. Ist hier noch irgendwas in dem Raum? Ah, den kann ich nicht mehr aufmachen. Nee, die Tür kann ich... Ich muss echt das Ding dagegen werfen? Das klappt doch niemals. Never. Oh doch. Was können wir das denn bringen? Ach, halte. Ah, okay. Okay, wenn ich es halte, kann ich es weiterwerfen, dann komme ich oben gegen. Gut zu wissen. Jetzt wissen wir es. Ich hätte einfach mal den Scheiß lesen sollen, hätte ich gewusst. Okay. Sind das Schuhe? Sind da einfach Schuhe? Okay, das geht nicht. Nope. Muss ich einfach hier rechts hochklettern? Oder kann ich da rein? Ja, aber... Ja. Ja, geht, aber bringt nichts. Hier kann ich hochklettern, ja. Ich kann mal nach oben gucken.
Ja. Bringt mir halt jetzt gar nichts. Aber da links ist noch ein Knopf. Ich weiß ja nicht, ob der irgendwie wichtig ist. Ich meine, das hier scheint ja irgendwie ein Fahrstuhl oder sowas zu sein. Kann ich da rüberspringen? Ne, ich kann nicht, gar nicht abspringen. Okay. Ich muss irgendwie hochkommen, oder? Nein? Moment, ich mach mein Licht an. Vielleicht sehe ich dann einfach mehr. Nope, nope, nope. Ah, das Ding kann ich aufziehen, ne? Nein, kann ich nicht. Das sieht so aus. Aber kann ich nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Vielleicht muss ich... Ach, hier ist dann ja noch ein Knopf. Okay, ich muss schon einfach das Ding dagegen werfen. Komm mit. Jetzt hier gegen. Okay, jetzt fahren wir bestimmt einfach nach oben oder unten. Nach unten. Nach unten fahren wir also. Very good. Ich muss bis jetzt echt sagen, ich finde das Spiel von der Atmosphäre sehr cool. Ich finde ziemlich cool, dass es gerade keine Musik gibt. Das passt nämlich wirklich gut dazu. Wie das mit den Gegnern ist, müssen wir gucken, ob die wirklich gruselig werden oder so. Aber ich mag die Steuerung. Ich mag die Steuerung, auch wenn das räumliche Verhältnis ein bisschen wonky ist und man nicht genau immer so erkennen kann, wie man laufen muss. Jetzt nämlich, dich mitnehmen soll. Ich lasse dich erstmal hier. Ratte, wie süß. Wir haben wieder Hunger. Wir haben anscheinend wieder sehr großen Hunger. Ich glaube, hier sollten wir nicht reinspringen. Das würde uns relativ schnell töten. Du musst doch nicht eine Ratte fressen, oder? Ist ja weird. Oh Gott. Ich bin schon recht zu leiden. Wir haben doch erst vor 20 Minuten oder sowas gegessen. Beschwer dich nicht. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Mann, 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 Mann. Okay. Apropos Essen. Ich glaube, ich mache gleich was zu essen. Ich habe Hunger. Mist. Okay. Ich kann nicht mehr sprinten. Okay, umso mehr Hunger man hat, umso mehr Fähigkeiten verliert man. Jetzt sind, glaube ich, wieder in der schlimmsten Phase und können wahrscheinlich nicht mehr unser Licht anmachen, oder? Oh Gott, sind wir jetzt langsam. Können wir das Licht... Oh Gott, ja! Jesus, musst du die Ratte da fressen, die dran hängt? Ach, da ist Fleisch drin. Die Musik wird echt cool, wenn man Hunger hat. Und so kurz vorm Sterben ist. Ich glaube, es soll so richtig die Verzweiflung zeigen, weil wir essen jetzt irgendein halb rohes Fleisch, das wir auf dem Boden gefunden haben. Fuck. Oh Gott! Das war offensichtlich eine Falle, meine Freunde! Die Hände von dem sind echt ekelhaft. Super lange Slenderarme. Was macht der mit denen? Isst er die? So ein gutes Gefühl, der isst die. Kann ich hier... Okay, ich kann das Ding umwerfen. Geht das Ding auf, wenn wir das machen? Sehr stabile Käfige, mein Freund. Okay, die Frage ist, hau ich einfach ab? Oder gucke ich mal rechts nach? Ich guck mal kurz rechts nach, was da ist. Vielleicht kann ich ja irgendwie einen von denen retten oder sowas. Oder befreien oder irgendwas tun. Einfach mal sehen. Nee. Ich glaube, ich muss hier später nochmal zurückkommen. Weil da oben dran komme ich auf jeden Fall nicht. Oder kann ich hier hochklettern? Ja. Aber bringt mir das was? Nein, ich dachte, ich könnte auch hier hochklettern oder so. Kann ich nicht. Kann ich an die Lampe dran springen? Nein. Kann ich nicht. Kann ich von da oben direkt da dran springen? Niemals, oder? Das ist viel zu weit weg. Das wird nicht klappen. Also hier oben kann ich... Na, fuck. Okay, gut, ich werde da nicht drankommen. Das ist viel zu weit weg. Deswegen gucke ich erstmal links. Vielleicht kann ich hier von links dann irgendwas umschieben. Oder irgendwas von oben runterwerfen, dass ich dann an dieses Ding drankomme. Weil aktuell wirkt es nicht so. Muss ich mal Licht mal anmachen? Ich mach's mal lieber an. Gut, das hilft mir nicht weiter. Ich muss doch irgendwas rechts machen. Oh, das war nicht so smart. Was mache ich jetzt hier? Kann ich irgendwas schieben? Irgendwas, das bringen würde. Kann ich dich schieben? Ja, okay. Gut, dann erklärt das einiges. Ich muss einfach dran springen und dann hoch. Alter, das ist langsam. Ist ja super langsam. Ich hoffe, ich habe wieder nicht super beschissenes räumliches Wahrnehmungsverhältnis, weil... Das sieht nicht so aus, ob es drunter wäre, aber ich glaube, es ist drunter. Ja. Okay, find nur ich das so? Schreibt jetzt mal in die Kommentare, ob ihr es auch komisch fand. Vor allem... Fuck you. Vielleicht
Okay, muss ich mich dran schwingen und dann direkt rüber. Also vorhin, Alter. Vor allem vorhin an der Kiste war es ziemlich mies, finde ich. Aber ich glaube, ich muss mich echt ein bisschen hin und her schwingen. Und dann loslassen und direkt drin sein. Hopp. Und hopp. Okay, das hat gut geklappt. Das hat wesentlich besser geklappt. Mal in unser Licht anschauen, uns hier um. Hier ist nichts drin. Ich muss hier hochklettern. Okay. Hopp, 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 hopp. Achso, ich kann hier natürlich nach ganz oben klettern. Abspringen? Kann ich die Kerze anmachen? Ja, kann ich. Hier wurde irgendjemand fucking geköpft aus irgendeinem Grund. Großartig, eine Guillotine hängt hier drin. Klar, das braucht man. Oh. Was, wenn das ein Schiff ist, das einfach mit Kindern handelt? Also ein Kindersklavenschiff oder sowas. Und wir sind einfach eine von den Personen, die irgendwie entkommen ist und halt unten im Boot einfach weiterlebt und sich von den Resten ernährt. Könnte das sein? Weil ich meine, die sind so viele Käfige. Hey? Sind die tot? Ich bin mir nicht sicher, ob die tot sind. Diese Arme, Alter. Der Typ ist blind, oder? Ist der blind? Ich bin mir nicht sicher, aber der scheint blind zu sein. Okay. Geh da rein, 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 geh da rein. Dankeschön. No, nicht hier drin. Vielen Dank. Okay, ich glaube, er ist blind. Ich glaube, er ist blind und tastet einfach alles ab mit seinen Armen. Okay, dann gehen wir weiter. Ah, ich darf nicht so laut sein. Okay, ich schleiche mich jetzt lieber hier lang. Okay, der hört das. Oh Gott, fuck. Okay, ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht über den sehr lauten Boden gehe. Ich weiß gar nicht, was er mit mir macht. Frisst er mich? Verpackt er mich einfach zum Geschenk wie die anderen? Wahrscheinlich verpackt er mich einfach. Ich wache hier wieder auf. Okay. Gut. An dir kann ich vorbeischleichen. Das scheint, wenn ich langsam bin, hört das, glaube ich, nicht, ne? Doch, er hört es immer. Okay, er hört es immer. Rein! Fuck you! Warum springst du da nicht rein? Du dummer Wichser! Alright, ich habe kurz eine kleine Snackpause gemacht, weil ich hatte sehr Hunger. Weil mich das ganze Essen hier ein bisschen hungrig gemacht hat. Okay, wir sind genau hier, wo wir letztes Mal haben, wo wir eben gerade aufgetan haben. Vor 5 Sekunden, wie ihr es gesehen habt. Nur ich hätte eine Pause gemacht, ich muss eigentlich gar nicht erwähnen. Jetzt warten wir kurz, bis er was Neues greift. Ich meine, der ist blind. Der dürfte doch gar nicht mitbekommen, wenn ich hier lang schleiche. Wahrscheinlich, wenn ich hier mit dem Boden drüber gehe, hört er mich halt sofort, ne? Okay. Nicht da drauf! Okay, das geht natürlich auch. Das kannst du natürlich auch machen, wenn du... Das ist vielleicht sogar smarter. Das könnte sogar smarter sein. Vielleicht soll ich komplett drüber springen? Das hat auf jeden Fall besser geklappt, als ich dachte. Okay, großartig. Das Ding muss ich auf jeden Fall da reinstecken. Ich sehe schon. Ich weiß nicht, ob das Blut ist oder ob das Rost ist, aber es muss hier rein. So, jetzt muss es drehen wahrscheinlich, ne? Hier kommt definitiv gleich irgendwas hinter mir hergerannt, während ich das mache. Das war klar. Und tschüss. Ich bin immer weg. Oh Gott. Warum sind die überall Schuhe? Warum sammeln die Schuhe? Was haben die mit Schuhen? Fucking schuhsüchtige, komische Bastarde. Was ist los mit denen? Was ist los mit diesen Leuten? Mensch, 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 Mensch. Und ich habe gerade mal... beim Essen kurz nachgeschaut, bei so einem Full Walkthrough, wie weit wir sind. Wir sind gerade circa 40 Minuten weit in einem Video, was 1 Stunde 40 ging. Das heißt, wir sind schon fast bei der Hälfte oder beim Drittel circa. Das Spiel scheint doch kürzer zu sein, als ich dachte. Finde ich immer komisch, weil alle Entwickler sagen immer, das Spiel dauert mindestens 12 Stunden oder irgendwas in die Richtung, dann geht es in 3 oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie Entwickler das immer ausrechnen. Aber hey! Okay! Wie sie meinen! Ich meine, ich glaube, bei Outlast haben sie gesagt, es dauert 10 Stunden. Und da kommen wir wahrscheinlich sogar ziemlich genau dran hin. Aber wir sind auch, glaube ich,
Oh Gott, ich traue dem Gebiet hier nicht. Bei Outlast 2 sind, glaube ich, auch die Leute, die wirklich mit Abstand am längsten brauchen, von allen Leuten, die ich bis jetzt gesehen habe. Weil wir uns ja wirklich alles anschauen. Irgendwas muss mit diesen Schuhen sein. Die sind überall. Kann ich hier durchspringen? Nein, ich kann durchlaufen. Großartig, da ist was direkt hinter mir. Bitte geh hier hoch. Bitte gehen Sie. Dankeschön. Okay, kann ich da rüberspringen? Spring hoch. Dankeschön. Okay, ich habe keine Ahnung, was da drunter ist, aber da ist was. Und das gefällt mir nicht. Ich kann da links hinten hin springen, glaube ich, theoretisch. Dahin. Aber ob mir das was bringt, weiß ich nicht. Ich muss, glaube ich, da links hin. Deswegen, renn. Nein, nicht fallen. Das war's. Ich hätte springen müssen, oder? Oder schaffe ich es auch so? Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Okay. Dann hauen wir mal ab. Ich weiß nicht genau, wohin. Ich weiß nicht, ob der komische Langarm-Mann, der blinde Langarm-Mann, mich verfolgen wird. Oder ob der in meiner Nähe ist. Ich habe das ungute Gefühl, der ist gleich hier. Das war so klar. Das war so klar. Okay, ich kann drunter durchsliden. Oh Gott, ist der unangenehm. Kann ich nach hinten gucken, während ich renne? Ja, kann ich. Da muss ich ganz komisch mit meinem Daumen dran. Hat er keine Beine? Ah doch, hat er, aber nur ganz kleine. Irgendwie drin verstecken. Fuck, wo habe ich... Ich muss irgendwas gegenwerfen, ich habe gerade nichts. Oh! Ich weiß nicht, ob ich hier drin safe bin. Ich habe das Gefühl, er würde gleich nachschauen. Nein. Ich darf nicht hier raus, oder? Wenn ich rausgehe, hört er mich sofort und dann hat er mich. Haben die Zwerge mich gerade gerettet? Die komischen Pilzzwerg-Menschen, die sind so süß. Ich danke euch. Das sind meine besten Freunde. Die sind super, ich mag die voll. Ah, hallo. Ich kenne mich doch noch. Oh. Ist was sonst drunter, oder? Ein Zwerg vielleicht? Ein süßer? Will ich jetzt hier raus? Oder kann ich das einfach aufbrechen, wenn ich hier... Ah. Noch besser. Noch besser. Ist hier links irgendwas? Nein. Ich habe das Gefühl, es sind gar nicht so viele Sachen im Spiel versteckt. Man muss meistens einfach den direkten Weg nehmen. Oh, ihr könnt dann unser Gesicht sehen. Okay, wir sind ein sehr gruselig aussehendes Mädchen. Das sieht sehr seltsam aus. Vielleicht wäre es cooler gewesen, wenn wir einfach kein Gesicht hätten, sondern einfach nur, was ich, schwarz unter der Kapuze wäre, dass man nichts sieht. Das wäre vielleicht sogar noch ein bisschen cooler gewesen. Kann ich hier hochklettern? Ja, kann ich. Soll ich hier hochklettern? Ist die andere Frage. Oh, hallo. Ich habe das Gefühl, ich muss ihn hier mit ablenken. Nein, du hast doch gehört, wie der... Ja, genau der. Den sollst du dir knappen. Schnappen. Fuck, okay. Muss ich da überhaupt lang? Ich gehe jetzt mal weiter unten lang. Ach, jetzt bist du hier? Wenn du jetzt hier bist, kann ich einfach hier durch? Oh Gott, ich kann da hinten lang? Ich muss hier gar nicht hoch. Ich muss da gar nicht lang, oder? Wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich doch. Was gibt's denn hier? Ach so, hier ist so ein... okay. Kaputt machen. Sehr schön. Kann ich euch... Die kann ich nicht ziehen? Kann ich hier hoch? Nein, ich kann nichts machen. Okay, ich muss also definitiv hoch. Wahrscheinlich muss ich ihn echt ablenken mit dem kleinen Spielzeug. Dass er einfach nach links gerannt kommt und ich dann rechts an ihm vorbei kann. Schätze ich mal. Gut, probieren wir das mal. Probieren wir das mal sehen, ob das klappt. So. Du. Nehmen. Und... Es hat gut geklappt. Tatsächlich überraschend gut geklappt. Das Ding fällt runter und er hört das. Sowas von klar. Oh Gott. Oh Gott. What? Du hast durch die Scheiße durchgegriffen. Das... No. No way hast du das gemacht. Fuck. Oh, okay. Okay. Ich akzeptiere es. Ich akzeptiere meinen Tod. Und sehe ein, dass du mich erledigt hast. Kann ich hier hoch, während er da ist? Oder ist das dämlich? Das war nicht so smart, oder? Ah, ist er blind? Okay.
Very good. Okay, ich glaube, ich muss mich einfach beeilen, wenn er hier ist. Dann muss ich einfach direkt hier hochrennen. Das war dumm. Das war nicht so smart. Aber ich habe einen mega Vorsprung gerade. Das ist gut. Oder? 2-mal der gleiche Bug und er greift durch das Ding durch? Come on! Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich muss irgendwas anders machen, weil ich meine, eigentlich dürfte er mich da nicht erwischen. Ich war schon längst oben drauf und bin gesprungen. Der hat das Ding gerade selbst berührt. Eigentlich müsste er jetzt danach suchen. Warte mal, hier ist noch was anderes. Vielleicht kann ich ja hiermit auch ablenken. Nicht ich, da links, Geräusch. Arsch. Okay, ich muss einfach super langsam und dann aufpassen. Aber ich verstehe das nicht, wenn ich da hochklettere. Ich meine, dann wird immer halt, das Ding fällt ja immer runter. Und dann hört er auch immer, wo ich bin. Und wenn er einfach durch den ganzen Scheiß durchgreifen kann, ist das ein bisschen nervig. Aber gut, ich muss wahrscheinlich hier einfach aufpassen. Kannst du nicht gehört haben, da war gar nichts. Wie, du greifst da durch. Geh einfach weg. Aber das sieht so seltsam aus, ne? Aber es ist wirklich ein cooles Gegnerdesign. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Nicht umwerfen. Wie? Ich habe kein Geräusch gemacht. Du dummer Wichser. Wie bin ich denn am Anfang hier vorbeigekommen? Bin ich einfach durchgerannt? Okay, gut. Gut, gut, gut. Wir gehen es langsamer und entspannter an. Sage ich und sprinte. Ich bin, als ich erst ein paar Mal die Hochkleider bin, hatte ich das gar nicht mitbekommen, oder? Vielleicht muss ich einfach warten, bis du abhaust. Ja, okay, gut. Warten wir einfach mal. Wir öffnen dann gleich das Ding und dann kommst du zurück und hast Spaß damit, ne? Das wollte ich nicht machen. So, dich nehmen wir. Werfen dich da irgendwo hin. Warten, bis du ein bisschen dahin läufst und lauf hinten vorbei. Ich hätte vielleicht ein bisschen weiter links werfen sollen. Das wäre vielleicht smarter gewesen. Das ist ja dumm. Ich komme hier nicht mal hoch. Ich bin daneben gesprungen. Mann, okay. Ich werfe das Ding jetzt einfach ganz nach links. Vielleicht habe ich dann genug Zeit, um da hochzukommen. Auch wenn er sehr schnell zu mir kommt. Vielleicht klappt es ja. Also, ich bin gerade ein bisschen genervt davon, dass er einfach durch die Scheiße durchgreifen kann und mich dann da rauszieht. Weil es mir den ganzen Fairness-Faktor so ein bisschen weg. Ich meine, okay, ich kann einfach weiter nach links werfen, dann passt es ja. Einfach weggehen. Dankeschön. Nein, rechts. Ich bin hier nicht. Hier ist gar nichts. Das ist ein kleines Mädchen, was hier im Kreis läuft. Und gerade hingefallen ist anscheinend. Und Pantomime gegen die Wand macht. Hallo. Du sollst mal nach rechts gehen, nicht hier stehen bleiben. Du Arsch. Ist das ein Hodensack, in dem du da rumspielst oben? Viel Spaß damit. Jetzt geh bitte nach rechts. Bitte gehen. Bitte gehen Sie. Vielen Dank. Okay. Ich jetzt hier hoch. Nehme jetzt das Ding und werfe sowas von weit nach links. Hab ich noch nie gesehen. So, dich brauche ich. Und hopp. So, jetzt aber bitte nach ganz links mit dir. Sehr gut. Und jetzt schleiche ich langsam an dem ganzen Scheiß vorbei. Hoffe, ich laufe jetzt nicht hier gegen. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt sowas von hier hoch. Ich müsste jetzt so einen Vorsprung haben. Der ist direkt hier. Okay, jetzt hat es geklappt. Sehr gut, das Ding muss ich umwerfen und dann da rein. Sehr gut. Okay. Bin ich doch nicht so doof anscheinend. Ein bisschen. Ich bin nur ein bisschen doof. Aber nicht ganz so doof. Nur 50% doof. So gefällt mir das. Lichtern und runterfallen. Was ist das? Was sehe ich hier? Okay, ich merke schon, über die Teppiche kann ich drüber laufen, ohne dass man was hört. Sobald ich hier drüber laufe, gibt es Geräusche. Egal wie ich laufe, auch wenn ich schleiche.
Ich finde Slide cool. Der ist sexy. Kann ich das Ding umwerfen? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Ich muss rennen, oder? Oh mein Gott. Ich muss den Schuh gegenwerfen. Okay, 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 und hopp. Und rennen. Muss ich wegrennen? Ich muss wegrennen, oder? Sowas von. Das sind so viele Geräusche, eigentlich dürfte ich gar nicht wissen, wo ich bin. Weiß ja auch nicht. Großartig. So gefällt mir das. Jetzt die Tür aufmachen. Hier durch. Geh bitte durch. Dankeschön. Kann ich hier umwerfen? Ich kann hier hochklettern. Okay, das ist interessant. Kann ich mich links an dem Licht vielleicht festhalten? Nein. Ich darf nur runterfallen und versterben. Ich bin, glaube ich, sogar fast gestorben. Ich weiß nicht, ob man Fallschaden sterben kann. Könnte aber sein. Und wenn... Kann ich hier noch durch? Wenn, dann habe ich mich sehr gut angestellt. Aha. Habe ich den gerade rausgelockt? Ich glaube, ich bin gerade rausgelockt. Dann will ich mich knuddeln, wenn ich den finde. Wo ist er? Hier in der Ecke? Nee. Hier irgendwo? Ich finde den nicht. Irgendwo wird er sein. Hm. Ah, hier. Das ist wirklich niedlich. Das ist wirklich niedlich mit denen. Ich mag die. Das sind meine besten Freunde. Ich glaube, ich kann die Bücher hier rechts hochklettern. Das ist Regal hier. Ja, kann ich. Okay, dann ganz oben dann auf das Klavier. Ja, auf das Piano drauf springen. Kann ich hier hoch? Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber anscheinend kann ich da hoch. Das freut mich. Jetzt muss ich hier das Licht anmachen und gleich links drauf und dann... Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nach links, ne? Ja, nach links dann, okay. Also, hopp. Ist gar nicht laut. Folgt mich da was? So. Oh, oh, oh. Oh Gott. Nicht gut. Okay. Kann mit dir hier? Da brauche ich wieder so ein Schalterding, was der reinmachen muss. Okay, wo kriege ich das her? Wo kriege ich das her? Ich hoffe, er kann das Licht nicht bemerken oder so. Ich meine, der ist zwar blind, aber vielleicht hat er ja sehr empfindliche Haut gegenüber Hitze. Kann ich hier unten lang? Nein. Da nimmt sich auch ein Buch, oder? Der hat Spaß mit Büchern. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Da ist hier so ein Ablenkding, das ist gut. Über mir ist eine Kerze, die ich anmachen kann. Ich glaube, es ist einfach ein Erfolg, wenn ich alle von ihnen anmache. Okay, ich nehme die mal lang. Nein! Nein, ich habe da links das hingeworfen. Du kannst nicht wissen, dass ich hier bin. Kann ich selbst was umwerfen oder so? Das wäre sehr gut. Kann ich was runterwerfen? Der hört das dann unten? Was kann ich da hinten werfen? Ich kann gerade gar nichts werfen aus irgendeinem Grund. Ach so. Ja, okay, der hört das wirklich da, wo ich es hinwerfe. Das ist sehr gut. Aber kann ich es nur einfach hier hinwerfen? Ja, dann müssen wir ganz in die Ecke gehen. Das ist großartig. Ist hier was? Okay, das ist nur Kacke, die brauche ich nicht. Brauche ich hier von irgendwas? Einfach bitte nicht hier oben nach, sondern einfach unten. Ich gehe dem einfach ein bisschen auf den Sack und werfe überall irgendwas runter, wo er was sein könnte. Oh, das war dumm. Das ist richtig verwirrt. Der Arme. Oh Gott. Links. Hier. Guck da mal nach. Da ist bestimmt was. Okay. Hat er mich hier gehört? Nein. Okay, ich schätze mal, ich muss hier unten hin. Ich will nicht so laut runterfallen. Genau so. Oh, no, no, no. Da rechts eine Kerze, die ich eigentlich anzünden müsste. Das mache ich schnell mal. Komm ich hier wieder. Was soll sie anzünden? Kommt er mich hier mit?
durch, durch. Oh Gott! Das war knapp. Okay. Wo ist dieses Teil, was ich brauche? Ah, hier kann ich durch. Ich dachte, das wäre ein Spiegel. Hier. Okay. Nehme ich das mal mit. Okay, wie mache ich das jetzt? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich schätze mal, der macht die Tür auf, ne? Dann lege ich es hier hin. Und mache jetzt den Fernseher an. Geht's nicht? Genau. Nehme jetzt das und lauf gleich vorbei, wenn er reinkommt. Ich schätze mal, du machst die Tür auf. Ja. Und tschüss. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dem Ding irgendwo langklettern kann, deswegen renne ich einfach einmal drüber rum. Und es müsste eigentlich klappen. Okidoki. 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 So. Gut, das war tatsächlich ziemlich logisch zu lösen. Es macht Spaß, wenn Rätsel einfach komplett logisch sind. Und man solche Geräusche und sowas ablenken kann. Also es gibt genug Spiele, wo die Gegner dann eigentlich auf Sound reagieren sollten, aber es halt auf eine komplett komische Art machen. Das ist sehr nervig. Und so, sehr gut. Hoch. Und hopp. Jetzt rüber wahrscheinlich einfach, ne? Hopp. Sehr gut, meine Freunde. Das haben wir geschafft. So, der wird uns nicht mehr folgen. Der ist viel zu langsam für die Kacke. Ist hier irgendwas Gefährliches noch, wenn wir immer noch verfolgt? Da sollen wir nicht reinfallen, oder? Wäre doof. Kann ich hier irgendwas drehen? Ich meine, da ist ein Teil. Kann ich daran drehen? Wahrscheinlich so. Nein, oder? Nope. Okay, dann das Ding hier drauf schieben. Okay, ich habe jetzt gesehen, dass es eine komische Lore oder sowas ist. Okay, ich muss drücken. Ich muss drücken. Nein, 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 nicht zerquetschen, nicht zerquetschen. Nein. Mann! Dam, 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 dam. So, jetzt dahinter laufen. Sehr gut. Jetzt drücken wir es ein bisschen. So funktioniert das gut, meine Freunde. Da muss ich drauf springen wahrscheinlich noch. Das bleibt auch genau da stehen. Ja, das geht. Perfekt. Drüber. Und kann ich die aufmachen? Ach, ich muss das Ding einfach hinziehen, damit ich drauf komme. Okay. Ah, du kommst automatisch. So nett von dir. Richtig guter Freund. Komischer Müllwagen, was immer das ist. Zwischen Müllcontainer auf Schienen. Klar, das braucht man. Das ist, nein, 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 bleib schön hier. Du bleibst schön hier, mein Freund. So. Schön hinschieben. Aufspringen. Und jetzt machen wir einen Sprintjump. Full Speed. Huah! Wundervoll. Bin ich gerade von der Tür mit dem Schwung einfach runtergeflogen. Ach komm, du hättest aber wirklich einen Checkpoint machen können. Weil es dauert lange, das Ding dahin zu schieben. Oh, okay. Dann nochmal. Dann nochmal den ganzen Müllspaß. Alles lieben wir ja. So, dahinter. Dahinter. Das Ding bewegt sich so ein bisschen selbst, aber nicht wirklich viel. So, wenn ich einmal ein bisschen Schwung gegeben habe, dann geht es halbwegs. Ich muss gleich mal auf die andere Seite. So. Drauf. Drauf. Springen. Ja. Sehr gut. Hopp. Und jetzt zieh das Ding. So. Großartig. Gleich mal noch einen Sprungjump. Und versuchen diesmal nicht mit dem Schwung von der Tür direkt ins Loch reinzufallen, weil das war doof. Das hat mir nicht so gut gefallen. Kriegt ein Dislike. Springt dran. Und hopp. So. Okay. Jetzt wird er nicht irgendwo runterfallen oder so. Ist ja großartig. Ich möchte nämlich gern weiterleben. Kann ich hier rein? Ja. Scheint so. Was wartet im nächsten Raum auf uns? Ich weiß es nicht. Okay, ich muss mich gar nicht manuell festhalten. Also nicht immer irgendwie, sondern nur manchmal. Das ist ziemlich seltsam. Muss ich durch? Nee, scheint nicht so. Einfach hier lang laufen.
Wenn der jetzt kein Checkpoint war, bin ich angepisst. Dankeschön. Das wär wirklich assi gewesen. Weil das konnte man ja gar nicht wissen vorher. Okay, Licht an. Dann hoffen, dass er mich nicht direkt wieder sofort greift. Ist da was in der Ecke? Nee. Okay. Oh Gott. Kannst du gehen? Ich glaube, wenn er oben greift, muss ich unten drunter durch. Oder? Greifen wir oben dran, bitte. Dankeschön. Sehr gut. Das ist weird. Das ist sehr, sehr seltsam. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob wir irgendwann die Gegner umlegen können, ob die uns einfach das ganze Spiel lang verfolgen. Weil ich glaube, es gab noch einen anderen Gegner nach, so eine Art Koch oder sowas. Kann ich vor ihm wegrennen? Ja, kann ich. Gott, 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 Gott. Drunter durch! Oh, really? Wir waren so ein Stück zu groß und konnten deswegen nicht durch. Und deswegen hingen wir fest und sind gestorben. Nice. Muss ich nochmal das mit den Händen machen? Nein. Jetzt sind die Checkpoints irgendwie besser. Warum? Ist ja seltsam. Okay, lauf, 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 lauf. Ich kann drunter durchsliden, ne? Ja, das hätte ich wahrscheinlich machen sollen. Jetzt hier hoch. Oder? Ich muss hier gar nicht hin. Muss ich kurz warten, bis er irgendwas macht vielleicht? Aber du musst gleich in seine Hände einquetschen. Nein, du Arschloch! Ich wollte sagen, ich schätze mich, seine Hände werden zerquetscht, weil das Ding sich langsam... Muss ich hier bleiben? Nee, hier hat er mich sofort. Fuck, okay, wo muss ich... Einfach in der Mitte vielleicht? Oder vielleicht muss ich einfach direkt vor ihm. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, 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 nee. Okay, erst hier und wenn die Hand dann unten weg ist, muss ich vielleicht dann dahin. Nein, nein, nein. Mach die Hand unten weg, bitte. Jetzt hier hin. Und dann, wenn er oben gecheckt hat, gehe ich oben hin. Jetzt gehe ich oben hin. Ich glaube, es bricht gleich seine Hände durch, wenn es da kaputt geht. Weil der bekommt das voll nicht mit, meine ich. Jetzt wieder runter. Brich einfach ein, bitte. Bricht das irgendwann ein? Was sieht so aus? Bricht das? Muss das Ding vielleicht rausziehen oder so? Passiert überhaupt irgendwas? Scheint nicht so, ne? Vielleicht muss ich wirklich einfach zu ihm hin und damit irgendwas machen. Was will das Spiel von mir? Ich meine, das Ding links geht langsam kaputt. Ich dachte, das wird irgendwann wirklich einbrechen. Seine Hände sind einfach matsch. Aber nein, das passiert halt nicht. Das passiert einfach gar nichts. Muss ich irgendwas mit dem Teil machen? Bin ich irgendwie safe? Kann ich einfach hier stehen bleiben? Kann ich unten irgendwas verschieben? Was ist denn oben? Hier ist nichts, ne? Ich dachte eigentlich, ich müsste vielleicht... Warte mal, vielleicht kann ich hier dran springen. Moment. Nein, das ist nix. Okay, er hat da gerade... Oh. Ich weiß gerade wirklich nicht, was das Spiel hier von mir will. Ich meine, das sieht aus, als ob es irgendwann halt kaputt gehen würde. Das tut es aber einfach nicht. Okay. Ich werd... Oh, no! Wo soll ich denn... Ich probiere es einfach mal. Irgendwann muss ich hier was finden. Daran kann ich mich nicht festhalten, ne? Nein. Hier oben? Kann ich irgendwo anders hinspringen von hier? Nein. Kann ich irgendwas verschieben? Ich habe das Gefühl, ich muss... Kann ich das hier verschieben? Nein. Ich bin so verwirrt, ne? Es gibt keinen Ort, wo ich hier hin kann. Vielleicht muss ich echt in dem Teil rumspielen, damit es irgendwie einbricht oder so. So, warte, dann muss ich runter. Jetzt, nein, nein, nein. Jetzt. Ich hab doch... Wann soll ich das denn machen sonst?
Okay, aber es ist auf jeden Fall richtig. Ich muss daran irgendwie rumspielen, damit es einbricht. Aber sobald ich es mache, sieht er mich, weiß, dass ich da bin und tötet mich. Ich muss ja wirklich wahrscheinlich richtig gut timen. Okay, jetzt. Zieh dran rum, bitte. Hä? I don't get it. Muss ich ihn irgendwie ablenken? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich hier drüber springen. Also über seinen Arm drüber, wenn er mit dem Arm hier hinkommt. Im richtigen Moment. So jetzt so gefühlt. Nein, 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 nein. Okay. Ist ja knapp. So, wenn er jetzt gecheckt hat. Jetzt vielleicht. No? Jetzt rüberspringen. Und das Ding auch noch. Zieh doch! Dankeschön. Oh Gott. Das hat das gut funktioniert. Kann ich seine Hand nehmen? Habe ich ihn. Ist er tot? Ach du Kacke. Das ist ziemlich brutal. Okay. Not bad. Dann weiter. Kannst du bitte da einfach. Dankeschön. Okay, ich dachte halt wirklich, ich müsste einfach lange überleben, damit das Ding von selbst einbricht. Aber gut, wir können auch nachhelfen. Das funktioniert natürlich auch. Es ist natürlich auch eine valide Option, die man berücksichtigen sollte, weil es auch funktioniert, meine Freunde. Es hat sehr gut funktioniert. Der ist tot, schätze ich. Oder er hat irgendwie jetzt einen mechanischen Arm oder sowas. Das ist ja komisch. Hm? Mann, wieder schlafen? Ich glaube, wir wollen wieder schlafen. Jetzt geht's weiter. Ich weiß nicht, wie viele Gegner es gibt oder wie viele Kapitel oder sowas es gibt. Aber wir müssen dann echt schon bei der Hälfte oder sowas sein, was krass ist. Das Spiel ist echt nicht so lange. Aber dafür macht es bis jetzt echt Spaß. Und ich glaube, es gibt auch relativ viele Secrets, die man finden könnte, wenn man will. Ein Schuh. Dann werfe ich mal weg. Und irgendwas? Nein, kann ich mich da dran festhalten. Bestimmt. Bestimmt kann ich das. Also, hopp. Sehr gut. Ach, geht's auf eine schöne Reise. Soll ich mal loslassen? Einfach mal gucken, wie es da unten aussieht. Ist ja riesig, der Ort. Oh, hallo. Ich habe das Gefühl, das ist der nächste Gegner. Komischer Koch. Na du? Den gab's, glaube ich, in der Demo oder auf der Gamescom-Demo, die viele Leute gespielt haben. Die ich ja nicht gespielt habe, aber ich meine, da gab's einen komischen Koch. Den es viele Leute angelegt haben. Ich hoffe, die Umgebung ändert sich jetzt ein bisschen. Habe ich wieder Hunger, ja. Ich hoffe, die Umgebung ändert sich ein bisschen, weil ich will nicht wieder genau die gleiche Umgebung nochmal haben, weil die wird, glaube ich, auf die Dauer ein bisschen eintönig, leider. Dieses ganze Grau, in nass, in feucht, in komisch, Maschinenräume und sowas. Da ist eine Mäusefalle. Ich schätze mal, ich soll da nicht reinspringen. Aber da könnte man Essen finden, zumindest. Da könnte Käse drauf sein oder so. Au. Oh Gott, die Ratte. Müssen wir die Ratte fressen? Das wäre sehr seltsam. Du willst echt eine Ratte fressen? Oh Gott, okay. Okay. Also der Hunger scheint super wichtig zu sein. Was sein könnte, vielleicht sind wir auf dieses Schiff hier draufgegangen, weil es in der Welt diese mega Hungersnot gibt und wir einfach die Hoffnung haben, in irgendein Land zu kommen, wo es keinen Hunger gibt oder so. Es könnte sein, dass wir einfach versuchen, irgendwie in irgendein Land zu flüchten, wo es mehr Essen gibt für uns. Weiß nicht, das Ding kann ich umwerfen. Moment. Ja. Sehr gut. Ist hier hoch? Sind das alles Leichen? Oder verpacken die einfach Kinder zum Essen? Das weiß ich nicht. Könnte vieles bedeuten. Weiß nicht, was mir besser gefällt. Beides komisch. Okay, dich muss ich schieben. Oh, eine Küche. Ist der Koch da? Warte, das ist eine Küche. Warum isst du nicht alles, was hier drin ist? Isst doch alles! Bist du wahnsinnig? Du sagst die ganze Zeit, du hast Hunger. Also isst dich tot. Essen. Nicht wegwerfen. Ess. Nein. Ess. Dumme. Ist doof. Die ganze Zeit meckern, dass sie nichts zu essen haben, dann ist hier alles voller Essen und wir essen nichts davon. Großartig.
Okay. Hier kann ich durch. Hallo, Koch. Oh, ich liebe diesen Grafikstil, ne? Sieht alles so nach Knete aus und es passt einfach richtig, richtig gut. Okay, schleichen wir uns mal weiter. Kann ich hier drunter durch? Ist hier ein Weg? Scheint nicht so. Fuck, ist der fett. Hat er denn eine Maske auf? So, ob der, sieht aus, als ob der eine Maske auf hätte. Seht ihr das? Weil man kann so bis unter seine Haut durchgucken. Sieht sehr seltsam aus. Sieht sehr, sehr seltsam aus. Oh, hallo. Sieht niedlich. Seht ihr, was ich mache? Ja. Man kann hinten am Nacken unter seiner Haut durchgucken. Oh, hallo. Ist er dumm? Hat das nicht mitbekommen? Okay, wir können hier durch. Wo ist der Zwerg hin? Ich würde ihn gern bei mir haben. Ich mag den nämlich sehr. Wahrscheinlich hier. Ich brauche einen Schlüssel. Wo kriege ich den her? Muss ich hier... Okay, der kommt gerade hier hin. Welche Richtung? Gar nicht. Der guckt da irgendwas nach. Fetter Scheißkoch. Okay, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich muss da hoch. Aber dann? Weiß ich es nicht. Ich muss irgendwo einen Schlüssel geben. Wo kann der sein? Ich gucke drüber so ein bisschen. Ich meine, der ist nicht blind. Oh Gott. Renn, 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 holy shit. Das war knapp. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ich kann nicht mehr sprinten, oder? Oh, der hat mich gleich. Der hat mich. No. Gott, hat mich gerade nicht gesehen, weil ich einmal runter... Ist er dumm? Gott, ist er dämlich. Alter, da war der Blinde ja besser. Oh Gott, ja, guck danach. Da bestimmt. Kann ich hier vielleicht das Ding aufmachen? Das sollte ich nicht machen. Das ist keine gute Idee, da reinzugehen. Ist hier was? War der Schlüssel da hinten drin? Weil ich meine, ich habe mir jetzt hier in das Gebiet gelockt. Vielleicht... Ich guck mal nochmal oben nach. Was hat er gerade in der Hand gehabt? Ich weiß nicht. Auf welches hier der Schlüssel? Okay, okay, okay. Sieht nicht so aus. Ich sehe ein Messer klauen. Nein. Wäre auch zu schön, ne? Okay, ich kann hier gar nichts nehmen. Fuck, wo ist der Schlüssel? Ich guck gerade überall. Versuch's irgendwann zu finden. Wie du mich sofort vergessen und vielleicht dachte ich, ich wäre eine Ratte oder sowas. Okay, ein Fischkopf. Kann ich den wegwerfen? Der merkt das nicht. Bist du behindert? Okay, der mag seinen Fisch und sein sehr würzig. Okay, ich will ja gerade nicht draufspringen, weil es würde sofort sehen. Wo ist der Schlüssel? Okay. Seh mich bitte nicht. Dankeschön. Okay, vielleicht wirklich, vielleicht muss ich einfach da oben drauf klettern. Vielleicht ist es doch wirklich hier. Ich meine, sah nicht wirklich, kann ich da oben drauf springen? Das wollte ich nicht machen. Eigentlich wollte ich das nur anzünden. Dankeschön. Nein, nicht gut. Kommt der hier oben dran? Das weiß ich halt gar nicht. Moment mal. Ach, ich kann hier drauf, okay, ich dachte nicht, dass ich oben drauf springen könnte. Der kleine Fetzig ist zu klein. Der kommt hier gar nicht dran. Großartig. Der kommt hier wirklich nicht dran. Okay, der Schlüssel ist definitiv irgendwo hier oben. Kann ich ihn abwerfen damit? Herr Arschloch. Aber nichts drin. Ich mache den ganzen Scheiß kaputt. Ich mag den nicht. Okay, wo... Warum sollte der Schlüssel überhaupt hier oben sein? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Oh. Das ist ein Fischlager. Ich verstehe. Ich weiß noch nicht, warum hier oben und wie der jemand hier oben hinkommen sollte. Aber sein Fischlager ist hier oben. Ich meine, er kann hier oben nicht mal dran greifen. Oh gut. Gucken wir mal nach. Was gibt's hier? Ist hier wo? Ach, ich kann hier noch weiter. Das ist ein riesiges Gebiet, Alter. Ah, vielleicht hier. Denn.
Okay, wir sind einfach in einer anderen Ebene. Interessant. Sehr, sehr interessant. Das ist irgendein Wohnbereich oder so. Geht das Licht da an? Anscheinend nicht. Was ist hier? Ich höre hier irgendwen schlafen. Ich weiß nicht, ob der mich töten wird. Kann ich seine Hand ziehen? Das ist ja bestimmt smart. Das war smart. Das ist noch ein Koch. Großartig. Den ich bestimmt wecken sollen. Noch so einer von euch. Wie schön. Warte, was macht ihr jetzt? Vielleicht macht er die Tür auf oder so, weil das wäre super. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Okay, ich brauche den Schlüssel da unten. Sind wir hier drin? Sehe ich nicht. Kann ich hier irgendwie hin ohne... Really? Really? Großartig. Ich dachte, ich müsste gleich wieder runterspringen und im Fallen deine Schlüssel irgendwie mitnehmen. Anscheinend nicht. Ich merke, ich muss da oben nochmal hin. Das ist eine Kerze. Ich glaube wirklich, die Kerzen sind einfach so ein Bonus. Also die ganzen Lichter. Die musst du nicht machen, aber für jedes Licht, was du anmachst, kriegst du wahrscheinlich ein paar Erfolgspunkte oder so. Okay. Ich will kurz gucken, was mit dem Schalter da ist. Die muss dafür irgendwas gut sein. Okay. Vielleicht kann ich damit einfach schnell runter wieder. Aber vorher sollte ich definitiv mir den Mist hier holen. Kann ich hier hoch, ohne ihn aufzuwecken? Ja, okay, er wird immer wach. Er wird immer wach. So. Da rechts oben könnte ich auch draus machen, hier erst danach. Ich muss irgendwie... Ich weiß nicht gerade, wo ich bin. Oh Gott. Kann ich hier vielleicht... Ich muss hier links dran und dann abspringen, ne? Wahrscheinlich. Ja. Und den jetzt irgendwie da runter... Das ist super gemacht. Hopp. Und hopp. Okay, wir haben den Schlüssel. Die Musik ist super. Und den muss ich jetzt irgendwie runterbringen. Ich weiß nicht genau wie. Die Frage ist der Weg jetzt noch offen? Ja, ich muss dahin, oder? Wo führt mich der Fahrstuhl überhaupt hin? Einfach da unten? Oh Gott! Es sah nicht aus, ob sich der Fahrstuhl bewegt hätte, sondern ob sich der ganze Rest bewegt hätte. Okay, ich will kurz gucken, wo der Zwergmann hin ist. Da drin. Ich würde eigentlich raushelfen. Hi. Na? Ach, wie süß. Die sind so niedlich. Meine besten Freunde. Nimm Schlüssel mit, bitte. No, no, no. Ist keiner, wo ich bin. Vielen Dank. Oh nein, bleib kurz runter. Obwohl, ich kann jetzt wegrennen, oder? Okay. Gott. Der ist echt ziemlich dumm. Zum Glück. Der ist zum Glück sehr, sehr dumm. Bitte guck hier drunter nicht nach. Vielen Dank. Jetzt renn, 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 renn. Ist der andere auch noch hier? Ist ja sehr doof. Bestimmt noch hier, oder? Nein? Nein? Wow. Okay. Ich bin mir sicher, beide wären jetzt hier. Ich wollte eigentlich dagegen werfen. Das fand ich so smart. Okay, dann haben wir auch diese Tür aufgeschlossen. Und schauen wir, was es jetzt hier gibt. Ich habe gleich den vom Koch verfolgt, oder? Definitiv. Das ist eine Wurst. Willst du die essen? Nein. Natürlich nicht. Bei Fuckwürste. Da oben. Ah, ich muss hier oben durch. Okay. Überspringen. Ist hier ein weiterer Koch? Bestimmt. Das ist so eine Essensdurchreiche, oder? Kann ich damit irgendwie vielleicht den... Ja, genau das meine ich.
Dann kann ich nach oben reisen. Und hier ist sehr viel leckeres Fleisch anscheinend. Nom nom nom. Sieht sehr gesund aus und sehr gut. Kann ich hier durchfallen? Vielleicht muss ich da was draufwerfen. Ich habe das Gefühl, ich muss da irgendwas draufwerfen, damit ich da durchkomme. Sind das Öfen? Ah, nee, okay, ist wahrscheinlich einfach nur hierfür gewesen, um das kaputt zu machen. Hopp. Ich weiß nicht, wie viel es davon gibt. Wahrscheinlich habe ich unglaublich viele schon verpasst. Weil es gab sehr oft Gebiete, wo ich hätte lang gehen können, es nicht getan habe. Zwerg ist tot. What a sad. Ah, nee, ich wollte eigentlich hier drauf springen. Oder wäre ich anders drauf gekommen? Moment mal. Das ist. Das ist sehr seltsam einzuschätzen jetzt. Hä? Ich dachte, ich müsste hier vielleicht irgendwie drauf. Oder ist da oben gar nichts? Das ist einfach nur zum Sehen. Und hopp. Ne, ich kann hier nicht auf die Öfen drauf. Dachte ich eigentlich. Okay, gut, dann kann ich da nicht hoch wahrscheinlich. Schade. Hätte gern den toten Zwerg gekuschelt. Das wäre schon cool gewesen. Okay, war hier oben einfach nur das Ding? Kann schon sein. Ich meine, die waren teilweise vorher auch schon recht gut versteckt. Und die scheint jetzt auch nichts so Wichtiges zu sein. Deswegen gehe ich einfach wieder runter. Und schaue mich da einfach weiter um. Okay, ich muss auf jeden Fall da oben dran kommen. Wie? Mal sehen. Okay, hier ist einfach die Fleischmaschine. Weil Fleisch ist gut. Kann ich hochklettern, oder? Ja. Hier muss ich wahrscheinlich dann diese... Hey, kann ich nicht? Okay. Kann ich die Bank schieben? Nicht die Wurst, die Bank. Weg damit. Nein, nein, nein. Schieben. Kannst du nicht. Aber ich kann einfach so hoch. Okay. Ah, ich muss Fleisch reinbekommen. Okay. Deswegen muss ich oben mehr reinmachen, oder? Jesus Christ. Okay, ich kann Würste herstellen. Das ist gut. Eine Wurst. Ich muss mehr Würste von oben reinbekommen. Ich weiß nicht genau, warum ich das denn tue. Aber ich muss Würste herstellen. Haben wir immerhin auch mal einen schönen, ehrbaren Job. Darauf kann man sich doch auch mal was einbilden, meine Freunde. Einen guten Job haben. Okay, ich muss sie irgendwie da runter bekommen. Wie mache ich das am besten? Ich muss einfach hochklettern. Okay. Ah, okay, ich habe eine Idee. Ja, okay, gut. Haben wir das erledigt? Reichen zwei? Das weiß ich halt nicht. Vielleicht muss ich noch mehrere von denen bekommen. Ich versuch's mal. Dun, 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 dun. Vielleicht. Nein, den Rest kriegen wir nicht, ne? Ich glaube, es war's schon. Ich versuch's mal. Nee, okay, es sind nur die beiden. Gut, dann wir nach unten. Anscheinend. Plötzlich. Und guck mal, ob es reicht. Ich weiß halt nicht, warum ich eine Wurst mache. Aber ich habe wohl Bock, eine Wurst zu machen. Das ist wohl meine Aufgabe gerade. Okay, wieder hier hoch. Schauen wir mal, was das jetzt bringt. So, jetzt. Bam, 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 bam. Ah. Ich muss genug Wurst machen, um mich dann dran hoch lang hangeln zu können und dann rechts in das Ding rein kann. Okay, gut, das heißt, fehlt noch was. Wo war noch welche? Vielleicht war rechts im Nebenraum, was ich übersehen habe. Ich dachte, ich brauche die nicht. Kann ich auch nachgucken. Also ich meine, hier oben ist jetzt nichts mehr, wie es aussieht. Vielleicht liegt einfach nur irgendwas rum rechts. Irgendwie hier mal. Na komm. Sehr gut. Also, ist hier Wurst. Oder kann ich die Dinger aufmachen? Oder war oben was? Müssen wir nachgucken. Oh, ich muss den toten Typen da reinwerfen, oder? Mal wetten. Aber wie komme ich da hoch? Hä? Muss ich vielleicht doch irgendwie die Dinge aufmachen? Wie komme ich denn... Ich bin ein bisschen verwirrt. Wie komme ich da hoch? Ich meine, springen geht irgendwie nicht so wirklich. Die Kameraperspektive ist doch nicht grundlos so. Ich muss irgendwo von hier irgendwo hinspringen können. Wie weit kann ich laufen hier? Nicht weit. Ich sehe nicht mal, wie weit ich laufen kann, weil die Kamera wirklich scheiße da ist. Der Raum hier muss dafür irgendwas gut sein.
kann nicht sein. Ich meine, ich muss da oben drauf kommen. Ich will irgendwie anders dahin. Ich versuche nochmal einen Sprung. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Vielleicht muss ich hier oben drüber, bis ich da oben hinkomme, irgendwie so drüber klettern. Ach, ist das Fleisch links neben mir? Sag mir nicht, dass hier ist Fleisch. Das ist Fleisch. Und das ist die Lösung, ist weinig. Einfach nur drei von denen. Das wäre lame. Okay, ich stecke falsch. Das wäre echt lame, dass das gewesen wäre. Ich denke, ich muss irgendwie richtig kompliziert da oben hinkommen. So. Das ist ein schönes, fettes Stück Fleisch. Das muss doch gut sein. Das ist ein gutes Stück Fleisch, ne? Das nimmst du mit. Na komm. Jetzt zieh. Jetzt mach aber auch mal. Streng dich ein bisschen an. Sehr gut. Ich hoffe, es reicht. Drei Stück? Ich weiß nicht. Ich meine, es würde mich nicht überraschen, wenn ich den Zwergmann wirklich zu Fleisch verarbeiten muss und das die Lösung wäre. Das würde zum Spiel passen. Aber vielleicht reichen noch drei. Würde mich jetzt überraschen, aber... Obwohl, es könnte reichen. Es könnte reichen. Ah. Vielleicht auch ein größeres Stück Fleisch. Mal gucken. Doch, das hat gereicht anscheinend. Gut. Ich habe wieder viel zu kommen. Ich dachte wirklich, wir müssen den eingefrorenen Zwergmann da reinwerfen und den zu Fleisch verarbeiten. Aber nein. Wir müssen einfach das Stück Fleisch nehmen, was direkt daneben lag. Gut. Oder vielleicht, ich hätte gedacht, vielleicht bräuchten wir auch beide oder so. Aber nein. Das war halt die Lösung jetzt. Na gut. Akzeptiere ich. Finde ich gut. Ich will nämlich keinen Zwergmann zu Fleisch verarbeiten müssen. Okay. Was hängt da? Das ist einfach nur... Fleischstücke oder Leichen, je nachdem. Vielleicht auch beides. Das hier ist nur offensichtlich gut platziertes Versteck. Das heißt, gleich kommt wahrscheinlich von rechts der Koch. Oder? Nein? Oder vielleicht kommt nämlich den Schalterbenutzer? Ich hab das Gefühl, ich hole den gerade hoch. Das ist so klar. Lauf bitte weiter. Diese Blasmusik passt so gut mit dem, finde ich. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Warte, muss ich rein? Ja, ich muss einfach hier rein. Okay, tschüss. Tschüss, Koch, wir sehen uns dann, ne? Ich kann ihn hochholen. Warum sollte ich das tun? Fuck that, tschüss. Kommt der nach? Anscheinend nicht. Ah, hier ist einfach nur ein Versteck. Okay, jetzt einfach nur ein Versteck. Wahrscheinlich macht er gleich die Tür links auf. Und dann muss ich einfach lang, ne? Los mal auf. Vielen Dank, mein Freund. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Wirklich nett von dir, Buddy. Okay. Okay. Da ist ein Schlüssel. Den brauche ich wohl. Frage ist, wie komme ich denn dran? Wie lenke ich ihn ab, damit ich da dran komme? Ich kann ja irgendwas umwerfen oder so. Ich schneide ein bisschen weiter rum, irgendwann klappt's. Alter, der lässt seine ganze Gewalt irgendwie dann aus, ne? Der hat richtig Spaß daran. Alter. Jesus Christ. Der genießt das ja richtig. Hab ich nicht gesehen, oder? Nope. Ob ich es machen muss, wenn er irgendwas hier holt? Könnte sein, da muss ich wahrscheinlich danach drunter verstecken. Da hinten ist ein Schalter. Okay, dann gehe ich erstmal dahin und guck mal, was ich da machen kann. Weil die Schlüssel kann ich auch gleich noch holen. Vielleicht muss ich ihn hier mit einfach nur ablenken. Es kann sein, dass ich einfach ablenken muss jemand. Ja. Oh Gott. Okay. Es ist einfacher gewesen, als ich dachte. Ich dachte, ich muss wirklich einfach nach vorne gehen, wenn der kurz da dran ist. Aber nö, ich habe einfach super viel Zeit, wie ich es jetzt einfach nehmen kann. Und jetzt durchrennen kann. Wofür brauche ich einen Schlüssel überhaupt? Für unten wahrscheinlich, ne? Habe ich gerade überhaupt nicht drauf geachtet, aber ich schätze mal, ich brauche den unten. Ja genau, siehst du mal. Du Arschloch. Hättest ein bisschen besser aufpassen müssen. Auf bitte. Hier, ach so, okay, gut. Na gut.
nutzen wir hierfür und hauen jetzt ab. Ich weiß nicht, wohin es geht, aber weg von hier. Weg von hier ist ein schöner Ort. Die Tür aufmachen? Geht nicht? Okay, muss ich mich kurz verstecken hier. Ja. Wahrscheinlich macht er die Tür wieder auf, ne? Die Verstecke sind immer super offensichtlich platziert, ey. Okay, ist hier oben irgendwas zu einsammeln? Nein, scheint nicht so. Vielen Dank. Kann ich jetzt durch? Nein, kann ich nicht. Ah doch, ich muss auf jeden Fall draufspringen wahrscheinlich, ne? Nee, kann ich gar nicht lang. Kann ich das hier aufmachen? Ja, okay, gut. Aber, was dann? Vielleicht muss ich mich irgendwie hier mit runterwerfen? Ja, das muss ich. Au! Au, au, au! Das hat weh, glaube ich. Ich will das Ding in die Hand nehmen. Kann ich hochklettern? Nein. Ich muss mein Licht... Ich brauche mein Licht irgendwie gefühlt gar nicht. Das benutze ich wirklich richtig, richtig selten. Ich muss irgendwas hiermit machen, oder? Nein? Hm. Ach so! Ja gut, okay, okay, okay. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier wirklich hochklettern kann. Na dann? Na dann ist gut. Oh Gott, ich will dir nicht das Geschirr aber abwaschen. Du hast gerade gesehen rechts. Schrecklich. Das muss ja Jahre dauern. Okay. Hier unten ist irgendwas, oder? Ich mache Spaß. Oh, zwei von denen. Na toll. Da habe ich definitiv sehr viel Bock drauf. Ist hier ganz echt so was? Ich laufe mal weiter. Schon eine sehr coole Umgebung, muss ich sagen. Ist hier was? Nee, okay, hier geht's nicht weiter. Kann ich hier rausspringen? Nein. Ich muss also wirklich hier raus. Wahrscheinlich auch echt safe zu sein, würde mich hier wirklich nicht sehen werden. Oh, doch, die sehen mich. Aber ich kann direkt runter sliden. Oder neben sliden, auch gut. Die sind so dumm, die sehen mich sowieso nicht. Die sind so gar keine Gefahr, die Typen. Wirklich gar nicht. Null Respekt. Null Respekt. Au, 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 au. So, jetzt einfach irgendwo in die Ecke stellen. Da oben muss ich gleich draufspringen, weil das ist ein Schalter. Der irgendwas betätigen wird. Ich weiß noch nicht genau. Geh einfach zurück. Ja, da bin ich ganz bestimmt, Mann. Wenn ich da nicht bin, dann kann ich ja nirgendwo sein. Dann muss ich wieder abbauen. Klar. Tschüss. Wir sehen uns dann. Okay. Vor allem machen die mal den komischen Schrei, wenn die mich sehen. Da bin ich ja noch safer. So, ich weiß nicht genau, was mir das gebracht hat, aber irgendwas wird es mir gebracht haben. Hab ich gesehen? Zum ersten Mal in der Geschichte? Come on. Guck da einfach mal einmal hier drunter nach. Du würdest mich sofort sehen. Gott, sind die doof. Sind die doof. Okay, ich glaube, ich muss hier oben drauf klettern, dann runterspringen. Ups, zu früh gesprungen. Nee, geht nicht. Dann... Ich muss irgendwie hier oben drauf kommen. Ich weiß nicht genau, wie jetzt. Oh, das war dumm. Nope. Nope, 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 nope. Ich bin nicht hier. Geh wieder nach links, bitte. Und tschüss. Wir sehen uns dann. Tschüssi, tschüssi, düsi. Okay. Arbeitest du weiter, bitte? Ich sehe dich nicht. Okay. Wo muss ich hin, um hoch zu... Kann ich die Türme hochklettern? Vielleicht. Kann ich hier hoch? Ja. Nee, ich kann nicht hoch. Okay, ich darf nicht über die Splitter laufen. Sonst hören die mich. Aber wo komme ich hier hoch? Ah! Der Hack. Ich weiß nicht, ob der weiter nach rechts geht, aber ich glaube, ich muss da lang. Ne? Okay, du gehst da lang. Kann ich nach links gehen? Das ist gut. Warum hören die mich sofort? Oh Gott. Oh Gott. Jesus Christ, halt auf damit. Ja, wo bin ich wohl hin? Vergesst es einfach mal direkt wieder. Oh fuck. Okay, zum ersten Mal erwischt vom Koch. Sehr gut. Ich bin nur eine kleine Ratte. Lass mich einfach leben. Ich mache keine Probleme. Ihr habt genug davon hier drauf. Okay, ich muss den Schalter aktivieren. Was muss ich dann machen? Wahrscheinlich muss ich nach ganz links wieder. Na komm. Aktivieren.
Und jetzt einfach durch. Ich bleib einfach hier. Bist du mir direkt hier hinter. Wahrscheinlich sieht er mich hier wirklich nicht. Jetzt geh einfach bitte. Ich freue mich, bin ich eigentlich schneller als sie? Kann ich einfach vor dem wegrennen? Weil ich glaube, die sind ziemlich schnell, leider. Fettsäcke. Fetten Ärsche. Okay, ich darf nicht sprinten, sonst hören die mich. Das habe ich eben gemerkt. Also einfach vielleicht vorbeischleichen, dann bekommen die gar nichts mit. Okay. Das scheinen die nicht zu hören. Gut. Ganz links ist bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, um hochzuklettern. Irgendeine. Nicht durch? Meine schon. Okay, die machen zusammen ihren Abwasch. Okay, runter. Ich finde, hier bin ich halt wirklich safe. Okay, kann ich da oben irgendwo hochklettern? Ich habe das Gefühl, ich könnte diesen Turm von Geschirr halt einfach hochklimmen und werde dann irgendwie auf eine oberen Ebene. Ich glaube, das muss ich auch machen. Okay, ich renne mal kurz nach links. Ich gucke, ob ich da irgendwie safe wäre. Oh Gott, oder hier runter. Wahrscheinlich ist es smarter. Vielleicht auch hier hoch. Ich weiß nicht. Ich sehe mich da ziemlich schnell, leider. Kann ich hier hochklettern? Nee. Hier? Au! Ja. Okay. Ja, okay. Das ist halt wirklich die Lösung gewesen. Einfach hier hoch. Und dann da drauf springen, wenn sie mir vorbeifährt. Nein! Dumme. Mann! Halte ich doch wenigstens kurz fest, wenn ich irgendwo runterlaufen will oder so. Lass mich doch nicht so dumme Fehler machen. So, den nächsten nehme ich. Nächsten Weg. Okay. Und hopp. Really? Das war klar. Okay, warum hast du. Oh Mann, das mit dem Festhalten ist ein bisschen doof. Gefühlt bin ich mir eigentlich wirklich komplett dran gesprungen. Ich habe gehofft, ich mich festhalten. Vielleicht muss ich einfach nach links in diesen Gang da rein und mich von da aus dann. Oh no. Na okay, ich kann aber direkt runter sprinten. Ich weiß nicht, was geht. Vielleicht probiere ich mal was. Ich gehe einfach mal direkt nach links, versuche direkt durchzurennen. Weil ich muss einfach nur einmal nach unten kommen, dann safe. So, hier drunter. Ich kann sogar an dir vorbeisprinten, ne? Okay. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Slide. Sprint, 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 sprint. Dann, 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 und hier rein. Und safe. Okay, jetzt muss ich nur ganz nach links und dann irgendwie versuchen, an den Haken dran zu kommen. Und dann müsste ich eigentlich schon ziemlich schnell wegkommen können. Meine ich. So, hoch hier. Okay. Hopp. So, ich glaube, ich kann einfach hier unten links gegenspringen. Und dann von da aus den Haken nehmen, ist glaube ich wesentlich einfacher. Ja, genau so. Jetzt warte ich, bis der Haken kommt und springe von hier aus gegen. So, okay. Haben wir auch dieses Rätsel gelöst. Da bin ich sehr stolz drauf. Das haben wir sehr gut erledigt. Okay, ich weiß nicht mehr, wie lange das Spiel noch ist. Oh Gott. Ich krieg mich doch nicht hier, oder? Nein, ich krieg mich nicht. Niemals. Ihr kleinen Zwerge. Nur nicht loslassen, das ist jetzt sehr doof. Hier oben müssen die so ein Secret hinmachen, dass man, wenn man hier loslässt, irgendwas einsammeln kann oder so. Wäre sehr nervig, aber wäre ein gutes Versteck. Wie viele sind das denn? Ich habe rechts noch einen gehört. Ach, hallo. Ist hier unten irgendwas? Warte, kriegst du mich hier? Au. Oh. Was? Ich dachte, ich wäre 5 Meter weiter in der Richtung hier. Okay, gut. Anscheinend war ich genau in seiner Ebene und bin jetzt auch hier unten gelandet. Oh, was Gutes. Deswegen rennen wir jetzt lieber mal. Ein bisschen rennen, ne? Gott! Das war knapp. Weiter, 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 weiter. Au. Okay, halt dich fest. Nein! Du Arschloch! Du dummer Arsch! Was machen die überhaupt mit mir? Die fangen mich einfach und sind zufrieden. So, ja, ich hab so. Nice. Gut gemacht. Ich will die einfach alles kaputt machen, die Fettsacke. Okay. Durch. Jetzt sprinten, jetzt muss ich nur so schnell wie möglich da irgendwie drauf kommen, um einen Haken zu bekommen. Okay. Hopp. Fuck, war es knapp. Sehr gut. Sehr gut. Da ist. Da wird viele jemand umbringen anscheinend. Großartig.
Sind wir jetzt von den Köchen weg? Das weiß ich nicht. Wo sind wir jetzt? Gibt es irgendwas Drittes vielleicht? Nach den Köchen. Why? Hä? What? Ich war doch... Okay. Ich bin anscheinend gestorben. Ich weiß nicht wieso. Aber anscheinend bin ich gestorben. Gut. Dann weiter. Ich weiß nicht wieso, was... Ich dachte, das wäre der Weg, wo ich weiter muss. Er ist es doch auch. I don't get it. Ach so, ich bin seitlich runtergefallen, oder? Bin ich im Ladebildschirm runtergefallen und gestorben? Ja, anscheinend bin ich im Ladebildschirm runtergefallen und gestorben, irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber anscheinend habe ich genau das hinbekommen. Keine Ahnung. Okay, die Umgebung sieht sehr weird und abgefuckt aus. Und ich glaube, wir sind den Köchen im Entkommen. Ich weiß nicht, was jetzt als nächstes auf uns wartet. Wahrscheinlich nichts Gutes. Es klingt gerade alles so ein bisschen nach Freiheit, muss ich sagen. Warum ist denn diese Mini-Leitern? Ich meine, wer hat die hier aufgestellt? Die sind ja wirklich für meine Größe gemacht. Das sieht schon sehr cool aus, ne? Es sieht schon verdammt gut aus. Ist das der Ausgang vielleicht? Wo geht's hin? Was wartet hier auf mich? Oh Gott! Krass. Krass. Okay, ich glaube, ich hatte bei meiner ersten Vermutung vielleicht sogar recht. Mit der Idee, dass vielleicht in der Welt hier alle Leute am Hungern sind. Weil ich meine, die Übersetzung hat ja gerade auf das Schiff hier, aber warum? Was ist das denn für ein Schiff? Das ist ein riesiges Militärschiff oder sowas, oder? Das sieht zumindest so aus. Wow, die Umgebung hier ist geil. Die Umgebung hier ist richtig gut. Fuck, sieht das gut aus. Vor allem, wie gerade alles im Hintergrund so weit in den Hintergrund drückt. Das ist super gut designt gerade. Nicht schlecht. Nicht fucking schlecht. Guck dir mal das Wasser an, wie geil das aussieht. Krass. Krass. Wirklich gut. Aber das sind... Sind das... Warum die alle Masken auf? Warum sind die alle so fett? Das passt nicht zu dem Hungerthema, was ich habe. Zu der Hungeridee, meine ich. Ha. Vielleicht sind in dem Land hier einfach manche Menschen unglaublich fett und viele andere leiden einfach und hungern. Und wir versuchen halt auch einfach irgendwo hinzukommen, wo wir Essen bekommen. Ich meine, Essen scheint ja sehr wichtig zu sein als Thema. Ich bin nicht genau sicher, inwiefern. Vielleicht erfahren wir noch irgendwas. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel bleibt weiterhin sehr kryptisch und erklärt nicht sonderlich viel. Es würde nämlich zu dem passen, wie es bis jetzt ist. Ich will aufziehen, ne? Au. Hm. Ich meine, das sind alles fette Menschen gewesen, die von einem anderen Schiff auf das hier draufgekommen sind. Warum, wissen wir nicht. Vielleicht, weil die irgendwo hin wollen und deren Schiff nicht mehr funktioniert? Irgendwas mit Essen ist es. Okay. Wie fett die alle sind, ach du Scheiße. Das Gefühl, wenn die mich sehen, würden die mich essen wollen. Deswegen will ich... Da ist die Frau. Da ist die komische Frau, die wir am Anfang gesehen haben. Die scheint uns ja so ein bisschen zu führen. Und die beobachtet uns. Ich glaube, die tut uns nichts. Glaube ich. Ich bin nicht sicher. Wir dürfen auf jeden Fall hier nicht runterfallen, weil sonst geht's nicht mehr so gut. Könnte man sagen. Gut, geht's hier durch. Okay. Okay, die kriegen ja wirklich alle unglaublich viel zu essen. Also eine Hungersnot allgemein gibt's nicht. Definitiv nicht. Das ist eine sehr asiatische Umgebung hier. Das soll, glaube ich, auch ein Asiate sein. Sieht ein bisschen so aus. Hm. Aber ich meine, wir und die anderen Kinder oder was auch immer sind extrem... Ach, die Scheiße. Wieso?
Warum will der uns überhaupt angreifen? Der hat doch sein Essen. Was hat er denn gegen uns? Das verstehe ich nicht. Es kann doch scheißegal sein, ob wir da sind. Hä? Was ich auch nicht verstehe, ist, warum das Spiel... Oh Gott, das war's. Heilige Scheiße. Was hat er gegen uns? Warum will der uns überhaupt fressen? Das verstehe ich halt nicht so wirklich. Oder was will der überhaupt mit uns? Ich bin... Nein. Der hat doch überhaupt keinen Vorteil, wenn er uns kriegt. Wo muss ich ihn hin? Einfach hier? Da oben hin? Kann ich über den drüber laufen? Okay, der hängt da fest. Sehr gut. Die fressen einfach die ganze Zeit. Hoch. Das verstehe ich ja nicht. Was wollen die von uns? Ich meine, Essen wollen die uns bestimmt... Warum können wir denn nicht festhalten? So doof. Essen wollen die uns bestimmt nicht. Die haben mehr als genug. Was interessiert die das überhaupt? Okay, jetzt ging's. Das traf ich nicht so ganz. Vielleicht erklärt das Spiel das noch irgendwie. Ich meine, die wollen es ja unbedingt haben aus irgendeinem Grund. Also designmäßig ist es genial. Oh, sehen die alle ekelhaft aus. Ich wette, es ist irgendwas Konsumverhalten, die viele haben wollen, noch mehr gesellschaftskritikmäßig. Was ich tatsächlich ziemlich lame finden würde, weil so Gesellschaftskritik-Spiele gibt es mehr als genug. Aber ich glaube, irgendwas in die Richtung wird es wahrscheinlich sein. Weil ich meine, wir hungern und wir kriegen nichts. Und die viele haben, kriegen halt noch mehr. Aber warum wir klein sind und die groß? Wahrscheinlich ist es irgendwas in die Richtung mit... Ja, die Großen werden noch größer und noch fetter. Und die hungern, müssen weiterhin hungern. Ich hoffe es nicht, weil das wäre tatsächlich relativ lame. Warum bin ich hier? Einfach nur wegen dem Typen? Wahrscheinlich, ne? Das wäre gar nicht der richtige Weg. Ups, ich dachte, ich müsste hier wirklich lang. Folgst du mir hier raus oder bleibst du einfach? Ich glaube, ich muss da hinten hochklettern. Hier. Ja. Da ist ein Bild von mir. Ja, das ist ein Bild von mir. Das heißt, die suchen mich vielleicht? Vielleicht gibt es irgendwie eine Belohnung für mich. Vielleicht kriegt die Person, die mich findet, unglaublich viel Essen. Noch mehr. Oder so. Oh Gott. Fuck, wie soll ich denn durchkommen? Ich bin gefressen, werde ich von denen ja nicht. Die fangen mich einfach nur. Alle fangen mich nur. Vielleicht gibt es wirklich eine Belohnung für die Person, die mich fängt. Vielleicht, weil ich so viel Essen klaue. Vielleicht, weil ich so eine Art Ratte bin und immer ab und zu mal einfach von den anderen Essen wegnehme. Wollen die mich fangen? Weil ich deswegen irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich finde es sehr verwirrend. Kann ich an denen vorbeilaufen, ohne von denen gegrabt zu werden? Ja, kann ich. Fuck! Das ist... Da oben ist nichts. Muss ich erstmal anmachen, habe ich gerade gesehen. Das ist aber sauschön, denen vorbeizukommen. Und die hätten den Checkpoint auch da rechts hin machen können. Weil hier wird man sehr oft sterben. Muss ich einfach hier hochklettern? Ne, es geht nicht. Aber ich kann hier vielleicht direkt drauf jumpen. Okay, das hat einen Shortcut. Oder? Nein, das bringt mir nichts. Okay, darf ich nicht doch hochklettern? Warum geht das nicht? Ne, ich kann nicht hoch. Okay, schade. Wäre ein cooler Shortcut gewesen, was mir ein bisschen ersparen kann hier. Warum bin ich einfach hier hochgeklettert? Warum bin ich mal da rechts hoch? Oh. Das macht es natürlich ein bisschen simpler. Dann kann ich das einfach vor das Ding hier stellen und dann da drauf springen und dann bin ich direkt oben. Wahrscheinlich kann ich auch den anderen Weg gehen, aber der ist halt viel schwieriger. Finde ich gut, dass es mehrere Optionen gibt. Das ist cool gemacht. Aber ich kann hier immer nicht hoch. Was? Kann ich das Ding verschieben? Nein. Schiebe ich das vielleicht einfach ganz am Anfang? Komm. Geht nicht? Warum kann ich dich nicht schieben? Hä? Oder geht's doch? Nee, es hängt hier. Kann ich von hier einfach draufspringen? Ich weiß ja nicht, in welcher Höhe ich gerade bin. Ah, das geht. Okay, gut. Wie soll ich denn da durchkommen?
Der frisst mich jetzt. Warum der sofort und die anderen nicht? Und warum frisst er mich? Der hat genug auf seinem Teller. Ich meine, ich bin halt wirklich jetzt nicht so nahrhaft. Ich bestehe vielleicht aus ein paar Knochen und bin null lecker. Das raff ich nicht. Der hat so viel geiles Fleisch bei sich. Warum will der mich haben? Warum ist er so geil auf mich? Und ich raff auch nicht, wie ich hier durchkommen soll. Vielleicht muss ich den irgendwie Essen hinwerfen, dass sie das nehmen? Oder kann ich das Ding weiterziehen? Komm weiter vorbei hier. Ne, es hängt hier wirklich fest. Okay. So, hier kann ich hin. Kann ich hier mit was machen? Mit, ja, den Käse. Wenn ich den Käse nehmen kann. Hier, nimm den Käse, Arschloch. Willst du ihn überhaupt haben? Wow. Wow. Warum hat das vorher nicht geklappt? Fuck my life. Okay, jetzt hat es geklappt. Jetzt. Dankeschön. Hättest du die 5-mal vorher schon machen können im Prinzip. Wäre vielleicht ganz nett gewesen. Wäre ich nicht so genervt und hätte es mehr Spaß mit dieser Kacke. Okay. Okay. Ich muss ja drauf springen. Sag mir bitte, hier ist wenigstens ein Speicherpunkt oder sowas. Irgendwas. Okay, jetzt warte ich, bis das Ding rechts hingeht und dann springe ich rüber. Fuck. Ist das nervig. Okay. Nee, sonst nicht die Wurst und sonst. Was machst du da? Nein! Dankeschön. So. Okay. Was gibt's hier? Ich hoffe, zumindest ein Checkpoint. Ich glaube, ich muss da oben drauf. Also hier drüber. Oder? Nein? Doch. Und was jetzt? Nach links? Ich renne einfach nach links. Fakt ist. Wollt ihr mich wieder fressen? Warum wollt ihr mich? Ich bin nicht so lecker. Just saying. Ich bin einfach ein kleines Vieh. Das kann nicht so geil sein. Okay. Weiter, weiter, weiter. Renn einfach. Renn einfach durch. Alter, was geht denn hier ab? Was ist das für ein Schiff? Dummer Fettsack. Oh Gott, 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 wo muss ich lang? Darf ich drunter durch? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich bleibst du jetzt hängen und ich kann über dich drüber. Kann ich über dich drüber springen? Wahrscheinlich muss ich jetzt über dich drüber, oder? Kannst du dich festhalten? Danke. Hopp. Okay, 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 okay. Fuck, ist der fett. Warum kann keiner von denen laufen? Eklige Dinger. Durch. Dankeschön. Muss ich hier weiter? Ja, zum Glück kann ich mich durch die Dinger durchquetschen. Das ist sehr angenehm. Hier vorne ist was zum Einsammeln, das sehe ich. Oh Gott. Komme ich nicht dran von hier, oder? Nope. Nicht von hier. Muss vielleicht später machen. Scheiß Koch. Scheiß Koch. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Gott, 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 Gott. Wo muss ich lang? Dankeschön. Hätte ich mich darunter verstecken müssen, hätte er 100% gesehen, dass ich da gewesen wäre, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte er es nicht gesehen. Weil die sehr dumm sind. Aber ich muss einfach nur wieder zurück und seine Schalter da aktivieren, glaube ich. Und dann bin ich heraus hier. Kann ich da hochklettern? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich hätte einfach direkt loslaufen müssen, wäre ich safe gewesen. Ich merke schon. Okay, ich verstecke mich hier einfach unter den Klopapierrollen. Hier bin ich sogar wirklich ziemlich versteckt. Und laufe jetzt vielleicht wieder raus. Hat die Tür zugemacht. Fuck, ich kann gar nicht. Tschüss. Kann ich die Tür überhaupt selbst aufmachen? Oder muss ich einfach drauf springen? Kannst du dann machen? Moment, wie mache ich das denn? Kann ich hier drauf? Ich kann hier nicht drauf springen. What? Komme ich da dran? Oder kann ich die Tür aufschieben? Kann ich nicht. Ist im Spiegel irgendwas vielleicht? Als erstes muss ich den Spiegel sehen. Vielleicht ist es irgendwas Besonderes. Ich kann nichts verschieben, oder? Nee. Kann ich. Ich muss ja irgendwo drauf können. Weil ich meine, ich komme da nicht dran. Glaube ich. Oder auch? Nein, ich komme nicht dran. Kann ich die verschieben? Theoretisch schon, aber es ist zu schwer anscheinend. Komm schon. Irgendwo drauf. Nein, nicht immer irgendwo festhalten und draufklettern. Dankeschön. Du, das geht nicht. Da kannst du nicht drauf. Okay. Okay. Was will das Spiel hier von mir? Vielleicht soll ich da drauf springen. Nein, das geht nicht. Dann. Hm. Ich meine, eigentlich könnte ich vielleicht das Ding hier umwerfen oder so. Aber das will ich ja auch nicht. Hä?
bin gerade ein bisschen verwirrt. Was? Irgendwas muss im Spiegel sein, oder? Okay, kann ich vielleicht wirklich irgendwie mein Feuerzeug benutzen, was ich ewig nicht mehr gebraucht habe? Um irgendwas anzuzünden? Kann ich dich benutzen, um das da oben gegenzuwerfen? Das wäre sehr seltsam. Ach, den Spiegel muss ich kaputt machen. Okay. Ist wirklich der Spiegel gewesen. Nein, in der Richtung, Buddy. So. Lauf in die Richtung, guck dagegen und wirf. Eigentlich sind Spiegel nicht hinter einem leeren Raum. Zumindest selten sind sie hinter einem leeren Raum. Vielleicht ist es nur so ein Traumsequenz, das ist nicht echt. Das kann natürlich auch sein. Kann ich dich benutzen? Ist da hin, was ich aufmachen kann? Ich sehe es gerade schwer. Ach, einfach hier hochklettern. Und dann? Ah. Okay. Ja, das ist hilfreich. Das ist natürlich eine hilfreiche Lösung für unser Problemchen. Vor allem können wir jetzt diese eine Statue da hinten einsammeln. Aber wenn ich dafür runterspringen muss, lasse ich das, glaube ich, lieber. Da ist ein Koch hinter, okay. Oh Gott, ich soll hier drüber, aber oh, leck mich. Okay. Es ist ziemlich schwer zu steuern, muss ich sagen, wenn man überhaupt nicht einschätzen kann, in welcher Höhe man ist. Okay, ich kann das Ding hier einsammeln. Ja, ich hätte gar nicht lang gehen müssen. Ist einfach ein Bonus gewesen. Okay. Tschüss. Das sind übrigens die Statuen von dieser komischen Frau, merke ich gerade. Okay, da ist irgendwas unter mir. Wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Ich meine, ich komme, glaube ich, immer dieser komischen Frau näher. Ich laufe extrem langsam gerade in die Richtung, ne? Seht ihr auch. Ich will eigentlich das Ding anzünden. Okay. Und jetzt? Mehr von den Fettsäcken? Oh Gott. Oh mein Gott, what the fuck, man? Jesus Christ. Fuck you. Fuck you. Geht weg. Ach, sind die ekelhaft. Die sind wirklich ekelhaft. Hopp. Aber wenn ich springe, bin ich schneller, merke ich gerade. Sollte ich vielleicht mal öfter benutzen. Wenn ich die ganze Zeit so hintereinander springe, laufe ich viel schneller. Okay, renn einfach. Beeil dich bitte ein bisschen. So ein bisschen vielleicht. Weil das sind sehr viele Fettsäcke. Komm da drüber. Lauf, 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 lauf. Fuck, sind wir gerade langsam. Jesus. What? What the fuck? Muss ich irgendwas anderes? Muss ich vielleicht irgendwas umwerfen hinter mir oder so? Wo bin ich? Ah, ich bin hier in der Ecke. Okay. Neuer Versuch. Vielleicht darf ich nicht, doch nicht springen. Vielleicht nehme ich mehr Tempo auf, wenn ich einfach nur renne. Nee, ich bin viel schneller, wenn ich springe. Guck das mal an. Das ist viel schneller. Wirkt zumindest. Ja, es ist definitiv schneller. Oder? Nee, manchmal nicht. Ist komisch. So ein bisschen manchmal. Egal. Ich versuche einfach normal zu rennen. Weil es wahrscheinlich so gedacht, dass man normal hier durchrennen kann. Springen. Und weiter. Okay. Hier muss ich drüber. Hopp, hopp. Guck mal, jetzt habe ich irgendwie mehr Vorsprung als eben. Ich weiß nicht wieso. Bitte erwisch mich nicht. Bitte erwisch mich nicht. Ich muss hier einfach nur weg. Und hopp. Dein Ernst. Seriously. Fuck my life. Okay. Nochmal. Ich dachte, ich würde zwar total locker da dran kommen, aber anscheinend wollten wir einen Babyjump machen und keinen guten Jump. Dass wir überhaupt nicht dran kommen. Großartig. Okay. Dann laufen wir nochmal diesen ganzen Weg und werden diesmal ankommen. Hopp. 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 Ich glaube, wenn es bergunter geht, kriege ich viel mehr Geschwindigkeit mit diesen Jumps. Aber ist halt Glück oder Pech, in welche Richtung das Schiff zeigt. Aber guck mal, jetzt bin ich. Jetzt geht's wieder auch wieder. Ist komisch. Dann hopp. Ich bin gerade hingejumpt. Renn einfach. What? Oh mein Gott, okay. Spiel, ich will dich mögen. Ich will dich sehr mögen, aber du machst es mir sehr frustrierend. Aber na gut, weiter geht's. Dann nochmal die gleiche Scheiße. Ist bestimmt genauso stressig wie beim ersten Mal. So. Wir laufen gefühlt super langsam, als ob es ein Albtraum wäre, in dem wir nicht richtig sprinten können. Guck dir das mal an, wie langsam wir fucking sind. Das ist schon Sprinten. Ich sprinte durchgehend. Lauf doch mal ein bisschen schneller vielleicht.
Wir sind gerade fast von Fleisch erschlagen worden. Wenn wir dann gestorben wären, hätte ich geweint. Okay, noch weiter. Warum wollten die uns alle haben? Das verstehe ich nicht. Ich meine, wenn eine Prämie auf uns ausgesetzt ist oder sowas, wie es dann am Anfang aussah, warum ist es der eine Fettsack dann jedes Mal, wenn er uns kriegt? Das ist ein bisschen seltsam. Okay, jetzt mal richtig abspringen, bitte. Dankeschön. Ja, tschüss. Das war's dann wohl mit dir. Hast du verdient. Das hat er verdient. Vor allem sind die so schnell, ne? Wenn es um Essen geht, sind sie so schnell. Wie meine Verlobte. Wir haben wieder Hunger. Ich habe das Gefühl, diesmal ist es wichtig, was wir essen. Das ist eine Wurst. Okay. Ja. Ich verstehe die Story halt noch nicht so wirklich ganz. Also, was für eine Bedeutung hat es, die Hungrigen so mega hungrig sind, die Fetten so mega fetten, trotzdem uns essen wollen? Das verstehe ich halt nicht. Hallo, Zwergmann. Wollen wir die teilen, bitte? Können wir sie teilen? Ich hätte gerne die... Why? Bist du behindert? Da liegt eine Wurst, die hättest du auch essen können. Warum wird das getan? Vor allem isst du den nicht mal ganz, du hast einfach nur getötet. Ich hatte jetzt auch keine Wahl irgendwie. Hä? Vielleicht wollen wir lieber unsere eigenen Leute essen, anstatt das Fleisch von denen zu essen? Würde ich aber auch nicht verstehen, weil wir haben vorher jetzt auch nochmal das Fleisch gegessen. Bisschen seltsam. Das ist die Frau. Frau. Hey, Frau. Warte auf uns. Hey. Yo, no. Fuck you. Das muss irgendwas mit diesen Augen zu tun haben, die uns beobachten die ganze Zeit. Ich verstehe die Story wirklich noch nicht ganz. Ich weiß nicht genau, um was es hier geht. Ich würde es gern verstehen. Ich glaube, die ist ganz cool. Solange es nicht einfach so ein Standard... Kapitalismus ist böse Ding ist, weil das ist lame. Das machen zu viele Spiele tatsächlich. Okay, ich muss irgendwas gegenwerfen. Warum mache ich das nicht schon vorher? Ich hätte das gesehen. Okay. Dich nehme ich. Werf dich jetzt locker flockig dagegen. Oder auch nicht. Oder ich verfehle. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So. Was wartet da jetzt? Ich hab Angst, dass irgendwas Böses rauskommt, deswegen gehe ich lieber ein bisschen weg. Okay, nichts. Alles in Ordnung. Hopp. Hopp, hopp. Jumpen wir feuchtfröhlich in diese Tür hinein und erwarten, was uns erwartet. Okay. Das klingt nach einem Hund. Ist doch kein Hund. Nevermind, es klang wie ein Hund. Überall diese komischen Augen. Über asiatische Sachen? Da brauchen wir einen Schlüssel für. Wo kriegen wir den her? Okay. What? Wir wollen die ganze Frau und wenn wir sie sehen, tötet sie uns sofort? Was geht denn ab? Warum? Okay, die Musik von ihr klingt ja cool, aber... Kann ich mich an ihr vorbeischleichen? Ja, gut zu wissen, sie ist auch böse. Da ist aber eine Statue auf ihrem Ding, die ich eigentlich haben will. Wenn möglich. Okay, und jetzt? Ist das ein Bild von uns? Was da? Ist das ein Bild von uns? Sieht so aus. Das da oben könnte auch ein Bild von uns sein. Ist es vielleicht unsere Mutter? Aus irgendeinem Grund?
Ich will das Ding eigentlich nur umwerfen. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas drin. Nein! Okay, ich glaube, ich kann es nicht umwerfen. Ich wollte eigentlich gerade gegendrücken. Aber doch, es geht doch. Da ist der Schlüssel drin. Okay, sie ist weg. Das sieht aber aus wie so der finale Schlüssel, weil so ein Auge drauf ist. Okay. Werden wir gleich verfolgt. Ja, ein bisschen, ich weiß nicht, was ich jetzt damit anfangen soll, dass die Frau auf einmal böse ist. Ich dachte irgendwie, die würde uns helfen. Und wir wollen irgendwie zu ihr oder so, aber anscheinend will die uns halt auch noch töten. Der Spiegel übrigens, der Spiegel ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe Angst vor diesem super offensichtlich stehenden Schrank. Okay, da ist nichts drin. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Spiel gleich zu Ende ist und uns absolut gar nichts erklärt hat. Und man einfach nur selbst überlegen muss, was könnte das jetzt alles heißen? Oder kommt hier noch irgendwas? Ich hoffe, es kommt noch was. Ich will nur so ein... Die Story klingt interessant. Nur versteht man irgendwie echt wenig. Da ist er direkt raus. Und wir rennen, und wir rennen, und wir rennen, und wir rennen. Fuck my life. Hallo, große Frau. Ich renne da mal, ne? Holy shit. Okay. Es ist echt seltsam. Was will diese Frau? Und was hat die mit dem ganzen fetten Leuten zu tun? Warum ist die hier? Gehört ihr das Schiff? Vielleicht gehört ihr das Schiff. Da hinten links. Ist es die? Nein. Okay, die Umgebung ist cool. Die ist wirklich ziemlich cool gemacht. Wo muss ich lang? Das ist ein ziemlich großes Gebiet. Wo muss ich? Hier sind Augen. Hier sind zwei riesige Augen im Hintergrund. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier das Endboss-Gebiet sein könnte. Drei Augen, okay. Ich hätte mein Licht vielleicht mal anmachen sollen. Okay, kann ich das Ding schieben? Nein. Was muss ich hier machen? Den Stuhl könnte ich wahrscheinlich verschieben. Würde mir das was bringen? Muss ich hin? Muss ich irgendwie irgendwas finden? Okay, hier kann ich ein bisschen drauf springen, aber es bringt mir auch nichts. Ist hier was? Nein. Ach, ich glaube, irgendwo liegt was rum, was ich brauche. Oder muss ich einfach wieder zurück? Glaube ich nicht, oder? Nee, niemals. Da muss irgendwas sein hier drin. Ich bin verwirrt. Hier kann ich, glaube ich, drauf. Oder? Nein? Doch. So ein bisschen. Kann ich hier weiter hoch? Nee, es ist falsch. Die Kamera ist auch so komisch, das kann nicht sein, dass ich da lang muss. Weil die zeigen immer so ein bisschen nach unten. Hier mit irgendwas bestimmt. Weil ich meine, schaut euch mal das Ding hier an. Irgendwas hier mit. Ich kann es nicht bewegen. Kann ich den Stuhl bewegen? Ja. Nein. Nein, kann ich nicht. So ein ganz bisschen nur, aber nicht genug. Hä? Hm. Oh, ernsthaft? Okay. Okay. Ganz, ich musste einfach lang laufen. Ich laufe da einfach lang. Das war die Lösung. Scheiße. Okay, gut. Das weiß ich jetzt. Was ist das hier? Ein Spiegel. Wahrscheinlich muss ich den gegen sie halten, oder? Jetzt kommt sie wahrscheinlich. Ich muss sie anspiegeln. Die Augen werden leuchten, ich muss die Augen anspiegeln, stimmt's? Oder so. Na, wo bist du, Frau?
ich muss sie anleuchten, aber ich darf nicht von ihr erwischt werden. Okay, got it. Ich muss ins Licht gehen, sie anleuchten, aber darf nicht von ihr erwischt werden. Let's do a boss fight. I can do this. Hab ich den Spiegel wieder? Der liegt da. Okay, dann hol ich mal den Spiegel. Aber was ist denn mit dem Spiegel so wichtig? Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich verträgt sie kein Licht. Weil eine sexy japanische Frau aus dem 18. Jahrhundert musste komplett bleich sein, sonst ist sie ja nicht heiß. Und das kann ich verstehen. Ich respektiere die Schönheitsideale von 1784 sexy japanischen Frauen. Das tun wir doch alle. Kommen wir von rechts? Okay. Sammle bitte wieder das Ding ein. Das ist sehr schnell. Hier ist das nächste Licht. Welche Richtung kommt die diesmal? Okay. Noch ein paar Mal. Ich weiß nicht, wie oft noch. Okay, von wo? Okay. Klappt das? Ich meine, es klappt. Wahrscheinlich muss ich es noch ein paar Mal machen, oder? Okay, die faked erstmal immer ein paar Mal an. Und dann greift sie von irgendwo an. Okay. Netter Fake, netter Fake. Noch ein Fake. Noch ein Fake. Puh, das war knapp. Noch einmal wahrscheinlich, oder? Sehr gut. Klappt das? Ich werde, wenn ich hier sterben muss, ich komplett von vorne anfangen. Deswegen versuche ich lieber nicht zu sterben. Spiegel ist kaputt. Okay. Kann ich ihr Gesicht sehen? Wir haben wieder Hunger. Wir haben wieder Hunger und diese super creepy Musik kommt. Essen wir jetzt die Frau? Weißt du, das wäre sehr seltsam. Wir sind eigentlich das gruseligste Wesen von allen. Wir töten alles. Und lassen die ausbluten. Ziemlich übel sogar. Sind wir jetzt die nächste komische Frau geworden? Weil ich meine, das ist mehr oder weniger das Intro gewesen, dass wir gesehen haben, wie diese Frau sich langsam umgedreht hat. Geht's weiter? Ich kann nicht steuern. Ich kann nicht steuern. Doch. Wir saugen denen das Leben aus. Okay. Anscheinend haben wir die Kraft, die Frau vorher hatte. Und töten damit alles? Aber warum? Thank you.
verlassen wir das Schiff? Treppe in die Freiheit oder was? Ich höre draußen die Freiheit auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist seltsam. Nix mehr? Wir verlassen einfach. Oh! Yes! Süßen Zwerge. Das ist alte, die ich theoretisch gerettet habe, weil ich glaube, ich habe so genau 4 von denen erwischt. Wahrscheinlich gab es viel mehr, oder? Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung. Sehr seltsam. Also ich kann mit der Story absolut gar nichts anfangen. Ich verstehe nicht genau, in welche Richtung das gehen sollte. Sehr abstrakt, sehr weird. Finde ich aber ganz cool. Also der Grafikstil war unglaublich geil. Den fand ich cool. Die Sounds waren richtig gut. Gruselig war es halt absolut gar nicht, leider. Aber muss auch nicht sein, es ist halt eher ein atmosphärisches Spiel. So ein bisschen Limbo-mäßig halt. Und ja, das hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich würde im Spiel, es ist kein Meisterwerk oder sowas, aber es ist ein gutes Spiel. Und es ist sehr kurz, glaube ich. Wie lange habe ich jetzt vielleicht aufgenommen? Vielleicht 2,5 Stunden? Wenn überhaupt. Vielleicht sogar noch kürzer. Ich weiß nicht, aber um den Dreh. 2,5 Stunden, glaube ich, wird das Video. 2 bis 2,5 Stunden. Ich habe jetzt eher mit 5 Stunden oder sowas gerechnet. Aber finde ich jetzt auch okay. Ich glaube, viel länger wäre es vielleicht irgendwann gekippt, weil das Spielprinzip war jetzt nicht so mega deep, dass man jetzt so viel machen konnte. Man muss halt schon rumlaufen und Sachen greifen. Die Charaktere waren cool designt. Es war schon, also das Beste ist natürlich der Kunstaspekt in dem Spiel gewesen, weil einfach alles wirklich richtig, richtig schön aussah. So knetemäßig. Und vor allem, als man dieses Schiff da hochgeklettert ist, das sah geil aus. Das sah richtig geil aus. Kriegt jetzt so. Ich würde sagen, 7 von 10 Punkten von mir. Einfach weil es spielerisch. Ne. Da war es ja jetzt halt nichts Besonderes. Es war halt einfach nur die schöne Kunst, die das Spiel nach oben gezogen hat. Ein paar bisschen frustrierende Stellen waren dabei. Die Steuerung war meh. Nicht so super geil. Und ja, das mit der tiefen Perspektive war echt ein bisschen komisch. Gegen Ende war es nicht mehr ganz so schlimm. Aber am Anfang hat es echt einen verwirrt. Weil manchmal wirken Sachen viel weiter hinten, als sie waren. Oder voll daneben. Man denkt, man springt total daneben und springt dann richtig. Hab man ja am Anfang ja mit der Kiste gesehen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, weil ich es gespielt habe. Vielleicht ist beim Zuschauen ein bisschen besser. Aber ja, auf jeden Fall trotzdem auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Ich finde es, glaube ich, jetzt nicht so mega super geil wie viele andere. Aber ich finde es auf jeden Fall gut. Und ich packe euch unten natürlich eine Umfrage rein. Da könnt ihr selbst bewerten, wie ihr das Spiel findet. Ich gebe dem Spiel, wie gesagt, 7 von 10. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen wenig ist. Aber ich finde es halt spielerisch ist nicht so super. Die Animation sowas sind echt gut. Okay, 7,5 von 10. 7,5 von 10 kriegt's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr es bewerten würdet, wie eure Theorie von der Story ist. Ich hab's dann nur so verstanden, dass dann irgendwie die Fetten noch fetter werden. Ich glaube, es ist irgendwas Kapitalismus-Kritikmäßiges. Aber das mit der Frau verstehe ich nicht ganz. Wer war das? Keine Ahnung, das verstehe ich nicht so ganz. Ich weiß nicht. Ich hatte ab und zu Bilder von einem selbst gesehen. Also die scheinen ja alle zu kennen. Die scheinen zu wissen, wer wir sind. Wenn ihr irgendeine Theorie habt, schreibt es in die Kommentare und lasst in der Umfrage eure Bewertung für Spiel da. Dann können wir mal gucken, was so die allgemeine Bewertung von euch ist. Also, bis dahin, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Corrupted. Bye, bye.